Hier ist Deutschlands härtestes Quiz mit einer ganz besonderen Ausgabe. Prominente Stars treten heute an, um unsere Experten zu schlagen und 25.000 Euro zu gewinnen. Wer schlägt sich in den Duellen gegen Wiegald Boning, Christine Urspruch, Frank Plasberg, Franziska van Almsick und Bastian Pastewka am besten? Wer gewinnt 25.000 Euro und wird der Promi-Quiz-Champion? Hier ist aus Berlin das Quiz-Champion-Promi-Special. Und hier ist Ihr Gastgeber, Johannes B. Kerner. Guten Abend. Danke sehr. Wow. Vielen herzlichen Dank. Willkommen am Samstagabend im ZDF. Großer Spaß, große Unterhaltung, viel Wissen, Spannung. Vermutlich alles mit drin. Danke für den freundlichen Empfang. Vielen Dank. Und wenn Sie schon so nett applaudieren, dann begrüßen Sie doch mal die mutigen Menschen, die sich in diese gefährliche Arena getraut haben. Esther Schweins und Janine Ullmann, Bela Reti und Leonard Lansing. Im Quiz-Champion Promi-Special, wo Stars gegen Stars spielen. Da kannst du eine großartige Schauspielerin sein, eine Moderatorin, eine Top-Let's-Dancerin, ein super Privatdetektiv oder eine Kommentatorenlegende. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr hart, denn es geht heute Abend gegen diese Experten. Unser Fachmann in der Kategorie Zeitgeschehen, Frank Plasberg. Der Journalist und Moderator ist eine Institution im deutschen Fernsehen und ein echter Promi-Quiz-Champion, Frank Plasberg. Für Film- und Fernsehfragen Bastian Pastewka. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Comedy-Star, Kinokenner, Fernsehfachmann und Nischen-Nerd. Insgesamt also ein gefürchteter Quiz-Champion-Experte, Bastian Pastewka. Kategorie Sport, Schwimmlegende Franziska van Almsick. Dreimal Sportlerin des Jahres, 16 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, Franziska van Almsick. Erdkunde spielt Wiegald Boning. Er badet jeden Tag in einem anderen Gewässer, fährt mit dem Klapprad durch die Republik oder läuft jede Woche einen Marathon. Hier ist Wiegald Boning. Unsere Expertin für Literatur und Sprache, Christine Urspruch. Vom Sams bis zum Tatort, vom Kinderfilm bis zur großen Theaterbühne. Sie ist einfach in jedem Genre zu Hause, Christine Urspruch. Was für großartige Kandidaten, was für großartige Experten bei der Gelegenheit. Hört ihr eigentlich zu, wie ihr hier vorgestellt werdet? Bastian, von dir habe ich gerade gelernt, dass du ein Nischen-Nerd bist. Nischen-Nerd? Ja. Ja? Bezieht sich das nur auf Fernsehen oder auch auf Küchen-Nischen, Sofa-Nischen? Nein, nur auf diese Kategorie leider. Nur auf diese Kategorie. Ja. Dann wollen wir gucken, wie die wilde Fahrt beginnt. Das hier ist heute Abend unser erster Kandidat. Ich bin Bela Reti, Sportreporter, vor allen Dingen Fußballreporter beim ZDF in dem Fall gewesen. Bin 66 Jahre alt, bin jetzt in Rente und genieße die allererste ganz kleine Auszeit hier in Portugal an der Algarve. Deutschlands wohl bekanntester Kommentator berichtet seit 1986 von jeder Fußballweltmeisterschaft. Er kennt die großen Stadien auf allen Kontinenten der Welt. In Geografie bin ich schusssicher. Ich bin in Brasilien aufgewachsen. Zu Hause wurde Ungarisch gesprochen. Dann hatte ich 7 Jahre Schulfranzösisch. Aus dem Portugiesischen konnte ich das Spanische recht gut ableiten. Auch das Italienische. Ich war bei der WM 90. Sagen wir mal so, 4 Sprachen richtig gut. Und der Rest reicht, um
wie soll man es ausdrücken, nicht zu verhungern. Obrigado. Senor, até amanhã. Ciao. Ja, Benfica. In der Kategorie Sport ist er wohl kaum zu schlagen. Aber auch Zeitgeschehen und Literatur widmet er sich mit wachsender Begeisterung. Im Moment genieße ich die Zeit, endlich mal mich mit Literatur zu beschäftigen. Ich habe ja immer in jedem Land auch versucht, Literatur aus der jeweiligen Region zu lesen. Unter anderem bei der WM in Russland 2018 habe ich mich mit Tolstoi beschäftigt, zwischen zwei Fußballspielen. Auch kulinarisch ist Bela mit allen Wassern gewaschen. Das Exotischste war in China. In der Familie des Dolmetschers gab es Hund. Schlange habe ich freiwillig gegessen. Und hier in Portugal bietet sich das natürlich sehr gut an, auch mal gesund zu essen. Auch das ist eine neue Zeit jetzt. Man achtet mehr auf seinen Körper, hoffentlich. Ich werde Quiz-Champion, weil ich hoffe, nicht alles vergessen zu haben. Hier ist einer der großen Stimmen des deutschen Fußballs, ZDF-Legende Bela Reti. Mein Lieber, good to see you. Freue mich, Bela. Bitte hier, direkt Mitte ist für dich reserviert. Wir haben lange zusammengearbeitet. Das kann man wohl sagen, ja. Machen wir heute wieder. Dahin. Ja, bitte, Bela, wie schön, dich zu sehen. Ebenso. Die schlechte Nachricht ist, dass sich kaum verändert. Ja, Menschen, die ich besonders schätze, zu denen bin ich besonders hart. Ja. Damit gar nicht erst der Gedanke aufkommen könnte, wir machen hier gemeinsame Sache. Okay. Aber wir werden Spaß haben. Ich versuche es, ja. Stars gegen Stars. Du weißt, dass es so eine Mini, ich will gar nicht sagen Hürde gibt, aber sagen wir ein Stöckchen, über okay. das wir jetzt gemeinsam steigen. Das geht wie folgt. Ich stelle Fragen, ich lese möglichst schnell, aber natürlich so, dass man es noch verstehen kann, inhaltlich und akustisch. Und du musst 7 richtig beantworten innerhalb von 60 Sekunden. Das ist wirklich machbar. Nur 7, okay. Warten wir es mal ab. Du bist soweit, du kannst mich gut verstehen auf der Distanz. Ja. Dann beginnt das Duell mit Bela Reti jetzt. Welcher Buchstabe folgt im deutschen Alphabet direkt auf das S? T. Richtig. Wie heißen die Jungtiere von Hühnern? Hennen. Nein, Küken. Küken. Wie heißt die Grundrechenart, bei der man ein Pluszeichen verwendet? Addiere. Richtig. Der Präsident welches Landes reist mit einem Flugzeug namens Air Force One? USA. Richtig. Wer sich zwischen mehreren Dingen entscheiden kann, hat redensartig die Qual der... Wahl. Richtig. Wie viel Liter sind 7000 Milliliter? Weiter. 7 Liter. Michael Patrick, Maite und Angelo wurden als Mitglieder welcher Folkband berühmt? Kellys. Richtig. Kellys. Ja. Für welche Frucht steht der Buchstabe O in O-Saft? Orange. Richtig. Welche Mannschaft der ersten Fußball-Bundesliga der Männer wird auch die Schwarz-Gelben genannt? Borussia Dortmund. Richtig. In welcher Maske? Ja, das ist doch. Ja. Das letzte geht für dich auch als Scherzfrage durch. Ja, ja. Ja, ja. Bitte, nach dir. Hier vorne rechts ist reserviert. Jawohl. Schönen guten Abend, auch euch. Jetzt bist du fernseherfahren, Bela, und man könnte ja denken, das ist eine Situation, die dir vollkommen egal ist. Spürst du doch so ein leichtes Kribbeln? Total. Wirklich? Merkst du es nicht? Na, ich war nicht ganz sicher. Ich war noch nie bei so einer Quizshow dabei. Ja. Da gibt es auch manchmal Dinge, die man eigentlich einfach nicht wissen kann. Das allerdings ist richtig. Ja. Du würdest spenden für? Ich würde meine Spende teilen. Mhm. Ich würde für ein Kinderhospiz in Wiesbaden und für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Okay. Mhm. Okay. Wo die Fahrt beginnt, das können wir gar nicht sagen. Das haben wir nicht in der Hand. Aber wir wollen alle Duelle spielen und mal gucken, wie weit du kommst. Okay? Alles klar. Bitte sehr. Erdkunde. Geboren in Österreich, ungarischer Herkunft, in Brasilien aufgewachsen und in Deutschland groß geworden. Doch auch ihr Erdkundegegner kommt viel rum. Zu Fuß, per Klapprad oder schwimmend. Wie galt Boning? Herzlich willkommen. Wiegald ist eine Waffe. Habe ich gehört, ja, ja. Ja, ja. Wiegald ist eine Waffe. Hast du dich so ein bisschen vorbereitet auf die Experten? Oder? Nee, wir haben uns eben 5 Minuten unterhalten. Okay, Bela, legen wir einfach mal los. Und alles Weitere entwickelt sich auf Reiseflughöhe. Das Duell Erdkunde zwischen unserem Experten Wiegald Boning und unserem Kandidaten Bela Reti beginnt jetzt. Da geht schon gut los. Mit welcher Eselsbrücke
lassen sich mühelos die 5 flächenmäßig größten Inseln Deutschlands von groß nach klein merken? A. Rüdiger und Ferdinand sind Förster. Ja. Oder Ralf und Sabine fangen Welse. Oder Richard schenkt Anna famose Sachen. So, da wäre ich schon raus, so früh in der Sendung. Dazu muss man also erst mal wissen, wie die größten Inseln heißen. Und dann geht es vermutlich um die Anfangsbuchstaben. Also geht wahrscheinlich mit Rügen los. Schammel, das ist gar keine gute Idee, hier laut zu denken. Verstehe. 2 Antworten. Ja. Ja, bitte, Richard, wenn du sagst, du bist soweit, dann wollen wir doch mal gucken, was geht. Wir haben einmal Antwort A und einmal Antwort C. Du hast gesagt, Richard schenkt Anna famose Sachen. Richard steht für Rügen. Rügen. Das andere könnte Sylt sein, könnte Amrum sein, könnte Föhr sein. Also, schenkt Amrum, Föhr. Okay. Und sage ich nicht. Sag ich nicht. Das Sagenumwobene sage ich nicht. Wiegald, was hast du dir hergeleitet? Also Rüdiger, Rüder, dachte ich schon mal, das könnte auf Rügen hindeuten. Ah. Usedom vermutete ich in Und. F weiß ich dann nicht, dann sehe ich da Sylt und Förster für Föhr. Ist auch ein bisschen größer. Also Förster, Föhr. Ja. Ist halt als Eselsbrücke nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, ob es richtig ist. Also dem Rüdiger ist, glaube ich, keine schlechte Idee, Wiegard. Wegen Rü. Wegen Rü, ne? Ja, und das Und für hast du Usedom. Usedom, genau. Aber das F hast du nicht gehabt. Nein, kann ich sogar nicht. Sogar die ersten beiden Buchstaben würden gehen. Fehmarn. Fehmarn. Danke. Richtig ist Rügen, Usedom, Fehmarn, Sylt und Föhr. A, Punkt für Wiegald Boning. Nächste Frage. Wir spielen bis 3. Wenn es 3:3 steht, dann wird das Duell mit einer Stechfrage entschieden. Die kommende Frage lautet: Für einen kurzen Badeurlaub am Meer fahren viele Pekinger zum rund 200 Kilometer entfernten Golf von Radau, Tamtam oder Bohai. Wenn du ihn unter Druck setzen willst, weil du glaubst, er weiß es nicht, könntest du buzzern. Na, dazu bin ich zu unsicher, ihn unter Druck zu setzen. Ja, ohne die Antwort zu verraten natürlich. Du kennst dich aus in der Gegend, du warst dort schwimmen, du bist damit klapprig. Ich meine, Mitte der 80er mal in einem Düsseldorfer Vorort in einem China-Restaurant essen gewesen zu sein. Da stand irgendwie Ente à la Bohai auf der Karte. Aber das ist lange her. Also, das ist nur eine vage Vermutung. Aber Tamtam, da denke ich eher an billige Navis und Radau. Gut, wir hatten gerne die billigen Navis heißen auch anders als Tamtam. Ja, aber gut, richtig, das ist ja nur vage. Das heißt eigentlich die 37, ja, das ist die 12. Also insofern beim Chinesen. Ja. Genau. Ist irgendjemand im Studio schon mal in dieser Bucht gewesen da, in der Nähe, 200 Kilometer, im Golf von... Mensch, weit gereistes Publikum noch normalerweise. Frank, du warst doch fast überall. Nein. Bastian, natürlich nicht. Kennst du eine Fernsehserie, die dort gedreht Nein. wurde? Dort im Golf von Bohai. Richtiges C. Bravo. Punkt für beide heißt 2:1 für Wiegald. Ja. Heißt aber auch, wenn er die nächste Frage richtig beantwortet, du auch, dann hat er 3 Punkte. Dann bin ich raus. Dann setze ich ihn erstmal jetzt schon unter Druck. Mal gucken. Ja. Können wir hier Salto rückwärts machen? Das wird zumindest in dem Duell nicht weiterhelfen. Also aber ein Fehler killt einen hier. Das ist okay. Kann einen killen. Ja, aber gute Nachricht, auch die Experten machen Fehler. Aber sehr selten. Aber hallo. Ja, sehr selten. Mehrfach. Wie findet ihr diese Frage? Die gesamte westliche Grenze des Landes bildet in Liechtenstein der Rhein, in Luxemburg die Mosel oder in Polen die Oder? In Polen die Oder? Nein, da ist die Neiße. Neiße noch. Ja. Und Luxemburg und die Mosel, das ist die östliche. Also ich glaube Liechtenstein. Ja. Ich glaube, du glaubst nicht nur, sondern die gesamten 40 Kilometer der Westgrenze von Liechtenstein fließt der Rhein entlang. Punkt für beide.
Knappe Niederlage. Ja, was heißt, dass du dieses Duell zwar nicht gewonnen hast, aber trotzdem schon mal gezeigt hast, dass du nicht ganz zu Unrecht hier bist. Unsere Stars spielen alle Duelle und deshalb geht's jetzt weiter mit einem Heimspiel für euch beide. Franziska. Jetzt das Duell zweier Sportlegenden. Der eine kommentierte von der Reportertribüne, die andere sammelte reihenweise Medaillen bei sportlichen Großereignissen. Bela Reti gegen Franziska van Almsick. Dreimal Sportlerin des Jahres. Hast du Schwimmen mal kommentiert? Nee, ich habe Wasserball kommentieren sollen meistens, wenn ich nicht verschlafen habe. Also, das ist ja, ich habe mein Wasserballspiel Live-Spiel in Barcelona verschlafen. Bei den Olympischen Spielen? Bei den Olympischen Spielen. Als Franziska zum ersten Mal dabei war? Ja, aber Wasserball, wie gesagt. Ja, da war sie nicht dabei. Weil wir bis nachts, das stimmt wirklich, nachts um vier geschnitten haben, den Rückblick. Gab aber ein bisschen Theater. Gab ein bisschen Theater, ist aber offensichtlich verjährt. Ja. Und du kennst dich also auch im Wasser aus? Und im Sport sowieso. Und dann wollen wir mal gucken, wie es losgeht. Unser Duell zwischen der Expertin Franziska van Almsick und dem... Oh Gott. Ja, auch Experten eigentlich. Bela Reti. Welcher Basketballprofi übertraf im Februar die Marke von 38.387 Punkten und ist damit erfolgreichster Werfer der NBA-Geschichte? Ist das Kareem Abdul-Jabbar oder Kevin Durant? Oder LeBron James? Oh Gott. Und Basan? Bisschen Theater. Dann ein bisschen Theater, genau. Franziska hat noch 3 Sekunden. Und wackelte zwischen Kareem Abdul-Jabbar und LeBron James. Ich hab's gelesen. Ich hab's vor kurzem noch gelesen. Also LeBron James ist mega im Basketball. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt derjenige war. Irgendeinen Namen habe ich gelesen. Ich dachte, ich würde sofort erkennen, wenn ich den Namen lese, aber ich habe es nicht erkannt. Bela, wie bist du rangegangen? Oder war das Wissen? Weil es ja im Februar war. Ja. Und Abdul-Jabbar war ja vor Jahrzehnten und viel länger her. LeBron James, aktueller Spieler. Ich habe es auch gelesen, dass er das geschafft hat. Kevin Durant ist auch länger her. Also insofern bist du relativ sicher? Ich bin... Ja. 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 Also, aber Franziska, dass du eine Meldung gelesen hast, in der die beiden Namen vorkommen, das kann gut sein, weil Kareem Abdul-Jabbar, der mittlerweile Mitte 70 Jahre alt ist, diesen Rekord jahrzehntelang gehalten hat und jetzt von LeBron James abgelöst wurde. C ist richtig, Punkt für beide. Hallo. Ich erkläre jetzt nichts mehr. Ja, doch, doch, das ist für uns besonders schön. Ja, ja. 1:1. Weiter geht es wie folgt. Bei welchem Sportereignis siegte bei der Premiere 1877 ein gewisser Spencer Gore, wofür er 12 Münzen und einen Pokal bekam? War das Sportereignis die Wimbledon Championships im Tennis oder die Radrundfahrt Tour de France oder der Marathon bei den Olympischen Spielen? Bela buzzert. Beide sagen A. Und Franziska, dich möchte ich einladen, zu erklären. Also Olympische Spiele haben ja später angefangen. Die der Neuzeit oder? Haben also später angefangen. Genau, die der Neuzeit, 1877. Also gab es nur noch Tour de France und Wimbledon. Und da habe ich versucht, irgendwie zu gucken, wie lange gibt es die Turniere schon. Und von Wimbledon weiß ich, dass das ewig ist. Ne? Also ich weiß aber nicht, wie ewig, wie lange her. Und ich habe geraten und habe mich dann für A entschieden. Auch so 12 Münzen und ein Pokal, das war irgendwie... Kannst du dem beipflichten oder ich kann dem beipflichten. Ich habe mal in meiner langjährigen Laufbahn als Redakteur auch mal ein langes Stück mal gemacht über die Geschichte von Wimbledon. Mhm. Insofern ist mir der Name auch dort natürlich begegnet. Also ich wusste das jetzt einfach. Das, bestimmte Sachen kann man wissen. Ja. Olympische Spiele der Neuzeit 1896, Tour de France erst seit 1903. Richtig ist Wimbledon Championship im Tennis. Punkt für beide. Alles enge Duelle hier. Ja, das ist... Ja. Das ist ja, das Problem ist ja, das sind alles Experten in ihren Gebieten und du musst gegen alle. Ja. Das ist das Spiel. Jetzt steht es 2:2 und noch mal ganz kurz auf die knusprige Situation hinzuweisen. Wer den nächsten Punkt alleine macht, gewinnt. Sonst stechen. Okay.
Folgende Frage bringt möglicherweise die Entscheidung im Sportduell. Bei der Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres 2022 ging die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres an die Eishockeyspieler der Eisbären Berlin, an die Fußballprofis von Eintracht Frankfurt oder an die Handballstars des SC Magdeburg. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Franziska, jetzt müsstest du uns ja fast zwei Antworten erklären, weil du lange 6,9 Sekunden in Magdeburg warst. Es ist echt irgendwie, wenn ich so, jedes Mal, wenn ich die Frage lese, denke ich, ach, das habe ich gelesen. Das ist ganz einfach. Und dann kommen LeBron James. Oder? Dann kommen so, ja, genau. Dann kommen so drei Sachen und dann denke ich, okay, ich habe irgendwie so, gut, Eishockeyspieler, Eisbären, das konnte ich irgendwie ausschließen, aber ich war mir unsicher bei Handball, weil die Magdeburger wirklich eine Mega-Saison hatten und die Frankfurter hatten auch eine Mega-Saison. So, also, und dann dachte ich aber, aber 6,9 Sekunden lang dachtest du, dass die Magdeburger eine Megasaison hat. Das ist super peinlich, wenn ich jetzt hier, wenn das falsch ist, ja, jetzt. Gar nicht peinlich. Also, dann sage ich noch Folgendes, das Ganze ist ja ein Spiel. Und so richtig peinlich kann es gar nicht sein. Die Sachen sind sehr schwer, es macht großen Spaß mitzuraten. Und es macht auch Spaß, Experten ein bisschen leiden zu sehen. Ich meine, ihr seid beide Sportexperten. Ja, absolut. Bela, du hast gesagt, der Adler muss fliegen. Der Adler muss fliegen, der Adler ist ja auch, jetzt darf ich es ja privat verraten, also mein Herzensverein. Wirklich? Eintracht Frankfurt. Deshalb weiß ich natürlich, dass Eintracht Frankfurt aufgrund des Europa-League-Sieges Mannschaft des Jahres geworden ist. Ganz kurz, ist das ein offizielles Outing? Du warst immer Eintracht-Fan? Ich war immer so ein bisschen Eintracht-Sympathisant. Und diese Sympathie hat sich jetzt ins Fantum leicht gewandelt. Und bist du auch in die zweite Liga mitgegangen, gedanklich? Als das zwischenzeitlich Ja, zweite auch, ja. Zweite, Fan ist Fan. Fan ist Fan? Spielt keine Rolle, welche Liga. Okay. Na, ob wir davon noch lesen. Oh, Bela Reti, Eintracht. Haben wir es richtig? Richtig ist, ihr habt es beide richtig. Die Fußballprofis von Eintracht Frankfurt. 3-3, Entscheidung im Sportduell fällt in Stechen. Dazu noch mal ganz kurz das Verfahren. Ich stelle eine Frage. Wer zuerst buzzert, hat das Antwortrecht, aber auch die Antwortpflicht. Dabei zählt die zuerst gegebene Antwort. Wenn ich also frage, wie heißt der Fußball-Bundestrainer? Und ihr sagt, Jogi Löw, Hansi Flick? Dann ist Jogi Löw falsch, zuerst genannt und deshalb ist verloren. Gut, Jupp Derwall zählt auch nicht. Jupp Derwall zählt auch nicht. Ja, genau. Also gut. Bela hat das Spiel verstanden. Ja, das Franziska war schon einige Male hier. Ja. Insofern ist klar. Also wichtig, Wissen, ja, neu hier. Wissen und Tempo. Ja. Erst buzzer. Okay? Und wenn jemand buzzert, höre ich sofort auf zu lesen. Die Frage lautet, welche zurückgetretene Schweizer Tennislegende ist auch als King... Beide gleich. Die Antwort darf Bela Reti geben. Federer. Richtig ist Roger Federer. Grünes Kreuz für Bela Reti. Du warst großartig. Okay, und ich habe das gute Gefühl, dass Franziska es auch gewusst hätte. Ja? Ja. Mega. Gut, hier geht's Tempo, Wissen. Das ist das Spiel. Ja, Wahnsinn. Und ab in deine berufliche Heimat. Zum Fernsehen und zum Film und Sebastian. Die Stimme des deutschen Sportfernsehens gegen das Gesicht der deutschen Comedy-Landschaft. Film und Fernsehen, Bastian Pastewka. Große Schwäche von dir. Fernsehen ist eine Schwäche. Fernsehschauen ist eine Schwäche. Namen merken, Namen ohne Rückennummer, ein Albtraum. Also, es wäre für Bela leichter, wenn die Hauptdarsteller in Filmen Rückennummern tragen. Wären viel leichter, auch die Damen. Du hast eben dich geoutet, dass du Fan von Eintracht Frankfurt bist. Und jetzt hast du noch gesagt, Fernsehen ist deine Schwäche. Fernsehschauen. Fernsehgucken. Aber du bist Fernsehen. Ja, aber das ist, weißt du, wenn man selber drin arbeitet, ist man froh, wenn man endlich was anderes machen kann. Okay. Dann wollen wir nach diesem Geplänkel kurz den Ernst der Situation wieder hervorholen und sagen, wir spielen ein Duell Film und Fernsehen. Unser Experte ist Bastian Pastewka. Und der Mann, der mit dem Fernsehen überhaupt nichts zu tun hat, ist Bela Reti. Und das Duell beginnt so. Welches Erkennungsmerkmal ist typisch für den manchmal etwas grummeligen Bert aus der Sesamstraße? Ist das die lange, durchgehende Augenbraue? Oder der kugelrunde Kopf mit schwarzen Haaren? Oder der Pulli, auf dem ein großes B prangt?
Wenn du das, also wenn er schon zögert. Ja, aber der weiß das besser als ich. Ich habe das einfach, ich habe das nach dem Gefühl gemacht. Stell jetzt. Gefühl ist nichts Schlechtes, auch im Fernsehen. Ja. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Bam. Du darfst noch ändern, Bastian? Nee. Doch? Ach doch. Nein, du darfst ändern, du musst ich muss nicht. Ne? Ja. Ich muss nicht. Okay, du hast für deine Verhältnisse relativ lange gezögert. Ja, das Erste, was mir einfiel, als die Frage da stand, war, es muss die Augenbraue sein. Aber als dann der Pulli, auf dem ein großes B prangt, kam, meine ich mich zu erinnern, dass da auch mal eine Folge war, wo die tatsächlich so E und B so auf... Aber ich glaube, es war nicht der Pullover, sondern auf den Betten steht E und B. Die sind ja manchmal in zwei Betten und unterhalten sich darüber, wer und als Schwester. Und das mit der durchgehenden Braue ist nicht Ernie? Hm? Das kann sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Das will ich gar nicht ausschließen. Also das mit dem B habe ich auch schon gesehen, aber nicht in jeder Folge natürlich, sondern in seltenen, wenigen Folgen. Die Augenbraue war immer. Aber das Grummelige ist doch so super, weil das einfach diese feste Augenbraue genau. ist. So gar eine nichts Monobraue, macht, wie man heute sagen würde. Ja. Ja? Genau. Wir halten fest, Bela guckt Sportnachrichten und Sesamstraße. Ja. Ja, ich hatte, fürs Protokoll. Ich hatte früher kleine Kinder. Ja. Du auch. Jetzt sind sie ja, groß. Meine sind teilweise mittelgroß. Ja. 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 Ich bin schon Opa. Gratulation. Seit anderthalb Jahren. Wie schön. Berliner Kind aus Kreuzberg. Wie schön ist das denn? Ja, wie schön ist das denn? Und von Laura in und Kreuzberg. Bist du ein gerne Opa? Sehr, sehr gerne Opa. Ich würde jetzt gerne mal allmählich anfangen, mit ihm zu sprechen, aber das kann er noch nicht. Kann noch nicht sprechen? Nein, 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 aber wir arbeiten dran. Und du wirst mehrsprachig mit ihm sprechen? Wenn ich mal in Berlin bin, ja, berlinerisch und deutsch, ja. Richtig ist die lange durchgehende Augenbraue. Ah, Punkt für beide. Punkt für beide. 50 Jahre gibt es das schon in Deutschland. Nächste Frage beim Stande von 1:1 lautet, in welchem Spielberg-Film ist die Titelfigur für die Zuschauer zusammengenommen nur etwa 4 Minuten lang zu sehen? Ist das in E.T., der Außerirdische, oder der Weiße Hai, oder Indiana Jones und der letzte Kreuzzug? Bitte. Bitte setzen Sie mich unter Druck, Herr Reti. Du willst Druck? Ja. Kriegst Druck. Und nochmal? Ja, genau. Ja, ja, genau. Aber keiner muss. Du kennst die Filme alle, Bela? Ich kenne die Filme alle, ja. Also es war die Zeit, als ich noch als taxifahrender Student auch Zeit hatte, Fernsehen zu schauen und Filme zu schauen. Und ins Kino zu gehen. Und ja. ins Kino zu gehen, ja. Okay. Und du hast zwar nicht aber das ist eine interessante Frage. Es geht ja um die Summe, ne? Also ja, ja. Es geht ja um die Summe. IT würde ich ausschließen. Da würde ich ständig in die Arbeit gehen und taucht ständig auf. Indiana Jones ist ja der Hauptdarsteller. Also dadurch habe ich es eher nach dem Ausschlussverfahren. Ja, das ist zulässig, das Ausschlussverfahren. Das ist die alte Geschichte, der Hai ist so lange gruselig, wenn man ihn nicht sieht. Und er taucht ja sehr spät auf und dann immer nur mal so überraschend und so halb und so eine Flosse und so. Deshalb glaube ich auch, dass das die richtige Antwort sein könnte. Darf ich klug scheißen? Bitte schön. Ich habe was gelesen. Das Ding hat nie funktioniert. Die sind verzweifelt, weil die waren mit Fernbedienung der ersten Generation zugange. Und es gab Drehabbrüche und Nervenzusammenbrüche. Das war vielleicht auch ein Grund, neben Suspense. Ach, der ist gar nicht echt? Johannes, es tut mir sehr dann leid. Dann gehe ich wieder schwimmen. Ja. Ich gehe ab sofort wieder schwimmen. Und zwar nach Bohai. Ja, nach Bohai, natürlich. Wo sonst? Da gibt es tatsächlich alte Making-of-Aufnahmen, wo irgendwie Roy Scheider und wie sie alle heißen, da so warten. Und der Hai taucht auf, aber der hat irgendwie so Ladehemmung und dann nochmal, außer dass der Hai gar nicht weiß. Mach das Geräusch nochmal, das war für mich Flipper. Nee, Flipper ist ja. Flipper. Oder? Okay. Dann kann ich in dieser besonderen Situation sagen, es spielen zwar nur 2 gegeneinander, aber alle 3 haben recht. Sowohl Frank als auch Bastian als auch Bela. Der Weiße Hai. Der Weiße Hai. Okay. Mit Zusatzerklärung. Hey, das sind ja knallharte, hautenge Duelle hier. Ja. Okay. Es ist aber der nochmal den Dings macht, den Flipper, dann verzichte ich auf die Antwort. Auf den das war zu schlimm, ne? Das war zu schlimm. Ich will euch gar nicht den Spaß nehmen, der soll ja bleiben. Aber nur nochmal als Spielleiter darauf hinweisen. Nächste Frage, es steht 2:2, wer alleine richtig antwortet. Okay? Okay. Dann wollen wir mal. In der Comic-Verfilmung Werner Beinhardt kommentiert Werner das legendäre Fußballspiel des 1. FC Süderbrarup bei Arminia Bierzelt, Holzbein Kiel
oder Werner Bremen? Ups! Jetzt machen wir mal Theater hier. Wir haben zwei verschiedene Antworten. Und wenn es nicht A richtig ist, dann haben wir auch einen Sieger des Duells. Bastian. Nee, ich weiß nicht, ich habe die Filme nie gesehen. Und zwar Moment, es gibt eine Filmreihe, von der du sagst, ich habe das nie gesehen? Ich habe nie einen Werner-Film gesehen, obwohl der Untertitel des dritten Films, Gekotzt wird später, mich sehr angesprochen hat. Aber den habe ich nicht gesehen. Also Comicfilme interessieren dich nicht oder es ist dir durchgegangen? Ich habe die Welt des Werner nie so ganz begriffen, obwohl beinhart wie ein Rocker, beinhart wie ein Shopper, beinhart wie ein Flaschbier, beinhart geht das ab hier, Dengel, 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 Dengel. Ein schöner Song war, gar keine Frage. Aber die Filme habe ich ausgelassen. Das ist eine besondere Gabe, wenn du die wesentlichen Merkmale eines Films kennst, ohne ihn gesehen zu haben. Ich habe hier weiße Haie gesehen, gebe ich auch zu. Die Frage ist jetzt, ob wir mit Arminia Bierzelt, mit Holzbein Kiel oder mit Werner Bremen. Werner könnte ja wegen Werner. Ne? Ja, könnte, ne? Ela, aber hast du die Filme gesehen während deiner Taxifahrerzeit? Nein. In der Taxifahrerzeit, außerdem war das unter uns Fußballern so ein fester Begriff, Holzbein Kiel, irgendwie als ironischer Ausdruck auch für Holstein Kiel, ein bisschen respektlos, das alles andere wie zu konstruieren. Das ist Holzbein Kiel, bin ich relativ sicher. Ja. Okay, richtig ist Holzbein Kiel. Punkt für Bela Reti. Und Grünes Kreuz, Nummer 2. Wenn ich dir das sagen darf, aus der Erfahrung dieser Sendung, wo Stars gegen Stars spielen, bist du mit 2 schon mal... Schon mal weit vorne, ja? Also Frank hat, glaube ich, 4 gewonnen oder 4? Oder 1 mehr als meine Frau. Das ist Anne hat 3 gewonnen, Frank ist sehr gebildet, ich bin Fußballreporter. Also, Ja. Ich weiß, dass du viel gelesen hast. Wir versuchen es mal im Zeitgeschehen. Sie sind Journalist durch und durch, aber Ihr Gegner leider auch. Das zeitgeschichtliche Duell der frischen Fernsehrentner. Bela Reti gegen Frank Plasberg. Wenn ihr das schon erwähnt, möchte ich mich bei dir bedanken, Johannes, für die Möglichkeit des Zuverdienstes. Sehr willkommen. Die Rechenlücke. Ich hätte jetzt, also von Bela werden wir noch viel hören. Von dir, Frank, hören wir sowieso viel, weil du deine Sendung ja nach wie vor produzierst, also herstellst. Du bist im Hintergrund mittätig. Sehr im Hintergrund. Sehr im Hintergrund. Ja. Okay, du guckst aber noch zu. Montags immer. Ja, okay, gut. Also, der hat aber fair... Produzent gegen den, wir werden viel hören, Bela Reti. Im Duell Zeitgeschehen, da kann wirklich alles passieren. Das Frank Plasberg gegen Bela Reti. So beginnt das Duell. Welches Amt bekleidete Boris Pistorius, bevor er zum Bundesverteidigungsminister berufen wurde? War er Kanzleramtsminister oder Innenminister in Niedersachsen? Oder Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages? Das taugt wohl noch nicht mal als Warm-up-Frage für euch. Beantwortung beidseitig innerhalb von wenigen Millisekunden. Wir hätten ja auch noch fragen können, was war er davor sozusagen? SPD-Politiker. Ja, das stimmt immer. Davor war der Bürgermeister in Osnabrück. Ist richtig. Oberbürgermeister von Osnabrück, ist richtig. Aber hier ist die richtige Antwort. Innenminister von Niedersachsen. Wow, so, gut. Ja. Jetzt wollen wir mal ein bisschen hier, ne? So, der Wähler steht hier und sagt, komm. Ja? Welche Schuhgröße hat der? Ja, das. 1-1, nächste Frage. Wie viele bundesweit gültige gesetzliche Feiertage gibt es insgesamt, die ein feststehendes Datum besitzen. Bundeseinheitlich und feststehendes Datum. 5 pro Jahr, 7 pro Jahr oder 9 pro Jahr? Also im ganzen Land dann, ne? Ja, aber die bundesweit. Bundesweit. Wir zählen. Frank, nimm uns mit auf die... Na, ersten Weihnachten, zweiten Weihnachten. Bitte, Moment. Ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag. Ostern,
Ostermontag, Pfingsten, Pfingstmontag, sind wir schon bei 6. Dann habe ich aufgehört und habe gesagt, einer ist dabei noch zu wenig und bin auf die 9 gegangen. Aber Ostern ist ja mal anders. 1. Januar. Aber das sind doch alles. Was haben wir noch? 1. Januar noch. 1. Januar haben wir auch noch, genau, Neujahr. Ist aber nicht gesetzlich, glaube ich. Das ist einfach nur, das wird gesetzlich gemacht, wenn man einfach nicht aufsteht. Ganz kurz, wir müssen bei den Fakten bleiben. Einfach nochmal zur Sicherheit, auch für Sie hier im Studio und vielleicht für euch zu Hause zum Mitraten. Die exakte Formulierung der Frage. Wie viele bundesweit gültige gesetzliche Feiertage? Ach, feststehendes Datum, feststehendes man muss die Frage ganz lesen. Gibt es, die ein feststehendes Datum besitzen? Ich sage Ihnen da Folgendes. Der 25. Dezember, der 26. Dezember. Dank der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Haben wir ganz vergessen. 1. Januar. 1. Januar. 1. Januar und einen haben wir noch. Aber jedenfalls sind es 5, glaube ich. 1. Mai. Mehr waren es nicht. 1. Mai. Genau. 5 ist richtig. Weil Ostern und dadurch auch Pfingsten, 50 Tage nach, ist Pentekoste, ne? 50 Tage nach Ostern. Punkt für Bela, 2-1 Führung, Systematik des Spiels ist klar. Nächste Frage. Welches Gebäude zeigt die Rückseite der deutschen 2-Euro-Gedenkmünze, die seit Januar 2023 im Umlauf ist? Eine Gedenkmünze. Ist es das Schweriner Schloss, die Hamburger Elbphilharmonie oder der Kölner Dom? Wow. Das wissen Sie? 3 Sekunden noch, Frank. Ich glaube, ich weiß es. 2-1, drücken. Lokal Matador. Ach so, Lokal Matador. Du musst Köln sein. Der Kölner Dom ist es. Und ich wusste es nicht. Also. Ja. Wie kommst du auf die Elbphilharmonie? Die ist doch noch so jung. Ja, Januar 23 ist auch jung. Das ist richtig. Aber auf so Gedenkmünzen kommen doch mal alle Sachen, die tot sind oder nicht mehr, haltbar. Ja, weil sie endlich bezahlt ist. Ach so. Ja, dann passt das sicherlich auf die Münze. Nee, ich habe es wirklich mal in den Nachrichten ganz einfach mal in irgendeiner Form wahrgenommen. Oh. Mhm. Ups. Ist das richtig überhaupt? Richtig ist die Hamburger Elbphilharmonie. Punkt für Bela Reti und Grünes Kreuz, Zeitgeschehen. Wow. Das ist schon ein Vortrag. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass uns der Herr Reti nicht abhebt hier. Nee, wir versuchen uns mal mit Literatur und Sprache. Ich krieg schon Angst. Nein. Wer sich für ein Sportereignis mal ebenso Tolstoi drauf schafft, wird auch heute gut vorbereitet sein. Der Sprachjongleur Bela Reti und das Duell Literatur gegen Christine Urspruch. Herzlich willkommen, Christine. Tolstoi habe ich nur 30 Seiten. Ich habe zu viel zu tun gehabt in Russland. Okay. Ach, Russland, In Russland, ja. Die werden ein bisschen passen zum Land. Hast du, als du dann in Katar das letzte Spiel gemacht hast, war da auch eine Träne im Knopfloch so ein bisschen? Ja. Klar. Das ist nicht ganz so leicht. Nein. Das ist ja eine Lebensform, also nicht nur ein Beruf. Das ist Leidenschaft. Du weißt, wovon wir reden. Ja. Und die Kollegen haben mich dermaßen bewegend verabschiedet. Mhm. Ich wollte ja, ich habe abgesetzt, wollte runtergehen, wie immer eine rauchen. Man darf ja nicht mal rauchen im Stadion. Ja. Und da Pinchi, mein Kollege, sagte, du bleibst sitzen. Ich sage, nein, du sagst mir nicht, weil ich zu bleiben habe, ich gehe jetzt rauchen. Und dann drehte ich um, das Studio möchte dich noch ein bisschen abfeiern. Mhm. Und das haben die Kollegen gemacht. Und dann war es schwer. Da war es schwer. Dann okay, aber das spricht für die aufrichtige Leidenschaft. Habe ich ein paar Mal schlucken müssen, ja. Das hat man aber auch gehört. Ich fand so die letzten Worte, das hat man gehört, dass sie gezittert haben. Ganz genau. Ja. Das war schon sehr emotional. War ein großer Moment. Bela, schön, dich hier zu haben. Christine, schön, dich hier zu haben. Das Duell Literatur und Sprache zwischen euch beiden beginnt mit dieser Frage. In welchem dieser Romane stellt das Stranden eines Wals das monotone Leben einer alten Kapitänsfamilie jäh auf den Kopf? Ist das Dörte Hansens Zur See oder Theresia Enzensbergers Auf See oder Benjamin Meyers Offenes? War zu unsicher, um Druck auszuüben. Achso. Du kannst buzzern. Mit einem Lächeln buzzert Christine. Mhm. Bela. Ich bleib dabei.
weil genau, also du hast verstanden, du hättest noch ändern können. Ich hätte noch ändern können, ja. Ja. Richtig ist in diesem Fall Dörte Hansens Zur See. Supi. Punkt für beide. Eins, eins. Weiter geht's mit dieser Frage. Worüber unterhalten sich Bücherliebhaber in den sozialen Medien, wenn sie über ihren SUB, Sub, sprechen? Oh, soziale Medien. Über ihren Stapel ungelesener Bücher? Oder über Schund und Bestseller? Oder über super Buchhändler? SUB. Mal ein bisschen Kiki mal reinbringen. Christine sagt Stapel ungelesener Bücher? Ja. Weil? Ich das selber habe. Ein Stapel ungelesener Bücher? Ein Riesenstapel. Ich bin immer so begeistert im Buchladen und kaufe die und denke mir so, oh, das musst du lesen, das musst du lesen. Und dann komme ich nicht dazu. Aber ich bin froh, sie zu besetzen. Das vermittelt dir ein schönes Gefühl? Ja. Okay. Aber ich sehe... Bela hat Schund und Bestseller. Ja. Bist du sehr in den sozialen Medien aktiv? Nahezu gar nicht. Ja. Aber dabei werden ja insbesondere Reporterleistungen intensiv diskutiert. Reporterleistungen werden dort stark gewürdigt. Oh, das ist okay. Die lieben einen auf einmal. Da komm, hört man auf, finden die alle geil. Ja, das ist da nichts daran. Bin kaum unterwegs, aber hin und wieder guckst halt schon mal da rein. Okay, also du sagst Schund und Bestseller. Ja. Richtig ist tatsächlich... Stapel ungelesener Bücher. Oh. Das sagen Literaturliebhaber. Okay. 2-1 für Christine. Nächste Frage und so weiter. Ihr wisst ja, es geht hier bis 3. Aber es kann ja sein, dass ihr jetzt falsch antwortet. Du richtig. Das kann sein. Bei der Frage zum Beispiel. Welchen Titel trägt die deutsche Übersetzung von Prince Harrys Autobiografie, die der Presse wochenlang Schlagzeilen lieferte? A. Ein verheißenes Land? Oder B. Reserve oder Reserve? Oder C. Ich bin dann mal weg? Entschuldigung. Ach, Scheiße. Christine? Ja. Drücken, 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 drücken. Noch gerade eben. Ach, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie an mir vorübergegangen. Ich bin nicht so royal, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe auf B getippt. Aber Bela, er auch. Bela auch, ja. Aber das Ausschlussprinzip, könnt ihr dir das helfen? Ich hatte also das ich Gefühl, bin da mal dass, weg. Das dass das Publikum C ausgeschlossen hat. Das habe ich auch ausgeschlossen. Okay. Das ist unser liebe Harpe. Harpe Kerkeling. Und das verheißene Land? Das schien mir falsch als Titel für ihn. Also, sowas sagt Harry nicht. Sowas sagt er nicht. Das passt auch nicht zu ihm. Reserve, Reserve klingt danach. Ja, Reserve. Ich glaube, es ist Reserve ist richtig ausgesprochen. Im englischen Original heißt es Spare. Und verheißenes Land ist von Barack Obama. Und richtig ist also B. Es gibt einen Punkt für beide. Was in diesem Fall allerdings heißt, dass Christine mit 3-2 dieses Duell gewinnt. Jetzt kommt ein bisschen dieser abtörende Ton, weil dieses Duell verloren ist. Aber ich kann nur sagen, und das auch an die anderen Spieler heute Abend, wir haben ja noch 3 Stars sitzen. 3 grüne Kreuze, das soll erst mal einer machen. Bela Reti auf dem Weg ins Champions-Logige. Bitte sehr, ich begleite dich. Ja, man sieht nichts, das ist echt ein Problem. Bela Reti geht mit 3 grünen Kreuzen in Führung. Nehmen Sie Platz in unserer Champions-Loge. Aber bleiben Sie hier allein? Wir haben gekämpft. Es bleibt spannend im Rennen um den Promi-Quiz-Champion-Thron. Okay. Danke. Danke. Gut. Bitte. Da oben. Gut. Du, egal wo oder wo auch immer. Die vielen Wünsche. Du kannst dich legen. An der Stelle eine wichtige Frage, die jeder Kandidat gestellt bekommt, der hier Platz nehmen darf. Weil dich gilt es ja erstmal zu schlagen. Ja. Systematik ist klar, wenn einer der weiteren Kandidaten 3 Kreuze schafft, gibt es möglicherweise ein Finale. Wenn einer 4 schafft, hat er oder sie gewonnen und so weiter und so fort. Jetzt die wichtige Frage, was möchtest du trinken? Ich lebe in einer wunderschönen Weinregion, unweit des Rheingaus, unweit auch von Rheinhessen. Ein Riesling wäre genehm.
Entschuldigung, da wollen wir wohl nicht widersprechen. Ein Gläschen Riesling für Bela Reti. Ich bin ein bisschen weg vom Bier trinken. Alles gut. Figurfreundlich. Alles gut. Ja. Und Wasser dazu? Muss nicht sein. Nein, lass das Wasser mal weg. Okay, lass das Wasser mal weg. Ein Riesling für Bela. Janine, du hast gesehen, da ist ganz schön, ja. Ist nicht leicht. Ja, muss ich jetzt ran? Noch nicht, oh Gott, so aber leicht. Du kannst nach aber. Bela Reti hier aufzudribbeln, ja. Das ist schon... Leonard, du hast auch gesehen, es ist... Ja, ich bin ja? Beeindruckt. Also, wirklich, er weiß viel. Aber unsere nächste Kandidatin weiß auch viel. Und wir ist auch beeindruckt. Wir spielen jetzt mit Esther Schweins. Mein Name ist Esther Schweins. Ich wurde am 18.04.1970 in Oberhausen geboren. Ich bin vom Beruf Schauspielerin und mein Lebensmittelpunkt ist hier auf Mallorca. Wenn sie nicht gerade irgendwo anders auf der Welt vor der Kamera steht. Ich mache schon ganz schön lange Film und Fernsehen. Aber ich habe gehört, Bastian Pastewka weiß alles. Ich frage mich, wann er das alles guckt. Esther Schweins guckt vor allem genau auf die drängenden Probleme in ihrer Wahlheimat. Wir haben auf Mallorca ein Riesenplastikproblem, eigentlich wie überall auf der Welt. Ich glaube, das ist am Ende des Tages auch das, was mich am Zeitgeschehen am meisten bewegt. Was ist Menschen gemacht und was können Menschen tun, um es wieder gut zu machen? Nachhaltigkeit ist der Schauspielerin beim Umgang mit Lebensmitteln genauso wichtig. Ich habe den Luxus, dass wir einen eigenen Garten haben und dass bei uns nichts umkommt. Sieht man hier. Wir bekommen die Pferdchen, wir haben Schafe, die bekommen auch lecker Kohl. Zum sportlichen Ausgleich macht Esther Schweins Yoga. Qigong und liebt es zu wandern. Ich bin auf Island gewandert, in Norwegen, in der Schweiz, in Österreich. Und jetzt wandere ich schon viele Jahre auf Mallorca. Bestens trainiert und mental gestärkt trifft sie heute Abend auf ihren früheren Samstagnachtkollegen Wigald Boning. Er wusste einfach immer alles. Der Mann ist eine wandelnde Enzyklopädie. Und da Wigald ja jetzt schon seit geraumer Zeit jeden Tag in irgendein Gewässer steigt, möchte ich nur ganz kurz zeigen, ich versuch's. Ist aber echt kalt. Na also, Kampfgeist ist auf dem Weg zum Sieg die halbe Miete. Ich werde Quiz-Champion, weil man soll sich selber nicht unterschätzen. Ich meine, manchmal weiß ich Sachen, von denen wusste ich gar nicht, dass ich sie selber weiß. Auch das wird notwendig sein. Willkommen, Esther Schweins. Schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Nimm hier in der Mitte Platz. Hast du bisher Spaß gehabt? Platz. Auch beim Zu. Nein. Achso. Platz sagt man nur bei Sitzen? Eigentlich nur, wenn man okay, sich hinsetzt. Okay, dann bitte stell dich. Du hast recht. Hast du Spaß gehabt beim Zugucken oder hat sich das auch ein bisschen unter Druck gesetzt? Ja, das ist ja unfassbar. Also erstmal hier, Hochachtung, Chapeau ja. Für den Anfang, den beeindruckenden. Und das Irre ist ja, aus der Distanz hat man das Gefühl, alle Fragen, die man hätte beantworten können, wären schon gestellt. Ja, ah, okay. Ja. Dann versuchen wir es hier mit dieser Schnellgeschichte. 7 richtige Antworten innerhalb von 60 Sekunden. Okay. Ja, und wenn du irgendwas nicht weißt oder unsicher bist oder so, dann... Weiter. Weiter, ganz genau. Du kannst mich gut hören. Wir können beginnen. Sehr gut. Dann beginnt das Duell mit Esther Schweins jetzt. Ein bekannter Zauberspruch lautet Hokus Pokus Philippus, dreimal schwarzer Kater. Richtig. Welches Essbesteck steckt im häufig gebrauchten Namen für einen Schuhanzieher? Schuhlöffel. Löffel, richtig. 2 Wochentage beginnen im Deutschen mit dem Buchstaben D. Und zwar Dienstag und... Donnerstag. Richtig. Welche europäische Hauptstadt ist bekannt für ihre Sachertorte? Wien. Richtig. Für welches Körperteil steht das H in HNO-Arzt? Hals. Hals, ist richtig. Wie viele Silben insgesamt hat das Wort Silbe? 2. Richtig. Welcher Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet aus dem Jahr 97 kam jüngst erneut in die Kinos? Titanic. Richtig. In welchem Mensch? Ja, sag. Oh mein Gott. Ach, danke schön. Das waren wirklich sehr schöne Fragen. Nee, ich bin nicht verantwortlich für die Fragen. Ach. Nur fürs Vorlesen. Hallo, ihr alle. Wobei die Fragen, also dann, na ja, gut, also du hast das gut gemacht. Du lebst tatsächlich auf Mallorca? Ganzjährig? Naja, ganzjährig. Oder fliehst du im Sommer, wenn die Touristen kommen? Eigentlich nicht vor den Touristen. Mittlerweile könnte man vor der Hitze fliehen. Aber nach Deutschland zu fliehen, nützt ja auch nichts. Im letzten Jahr war es hier so heiß wie auf Mallorca. Und du kommst zum
beruflichen, zum Arbeiten, hierher. Ja. So auch ein ganz schöner Wechsel eigentlich. Sehr schön, sodass ich nie das eine am anderen Ort vermissen muss. Okay. Hast du irgendwelche Vorlieben heute Abend, was die Kategorien angeht? Oder hast du Schwächen? Die ein oder andere Schwäche. wir sollten uns das mal gemeinsam erarbeiten. Mhm. Mhm. Ja? Das Schöne ist, dass ich mich persönlich auf jeden Einzelnen freue. Ja. Ranschmeiße Deluxe. Nee. Das geht ja auch anders. Ja. Auf geht's. Wo beginnen wir mit Esther? Bei Film und Fernsehen mit Bastian Pastewka. Kult gegen Kult. RTL Samstagnacht gegen die Wochenshow. Christiane Kacker gegen Ottmar Zittlau. Das Fernsehduell mit Esther Schweins und Bastian Pastewka. Wie schön. Und was für schöne Erinnerungen, oder? Ja, sehr schön. Ja. Ja, wobei damals unterschiedliche Sender, weil das lief ja bei RTL. Und Sat. Ihr 1. Lief bei Sat 1. Ja. Aber wobei, dann, ich du, weiß, dir wird's nicht. Du wirst noch einen Samstagnachtkollegen antreffen heute. Das ist richtig. Ja. Ich freue mich. Ja. Sehr. Habt ihr euch gegenseitig beäugt? Lief das parallel tatsächlich? Ihr habt ein bisschen später angefangen. Ja, genau. Ich glaube, ihr habt 93 angefangen, wir kamen erst 96. Und das war, boah, dann war auch das so lange? Ja, doch. Aber dafür kam der gewaltig. Ja, schau dir mal die frühen Folgen an. Das Schöne ist, dass ich heute manchmal, also selten, aber es passiert, dass ich angesprochen bin. Das war so eine großartige Zeit mit Ihnen, Frau Schweins, bei der Wochenshow. Ja, ach so, okay. Bei mir ist es andersrum. Bei mir ist es andersrum. Zu mir sagte eine Fleischerei-Fachverkäuferin, Sie waren damals super bei Samstagnacht. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, da bin ich nie gewesen. Sie meinen wahrscheinlich das die andere ist mir Sendung. Auch schon passiert. Wie Wochenshow, Sie sagte, da sagte sie mir, nein, Sie waren bei Samstagnacht. Nee, Entschuldigung, es war wirklich die andere Sendung. Nein, Sie waren bei Samstagnacht. Am Schluss habe ich gesagt, ach stimmt, ich war bei Samstag, nein, nur um das Gespräch zu beenden. Jetzt fällt es mir auf. Sonst hätte ich keine Fleischwurst bekommen. Ja. Film und Fernsehen zwischen Esther und Bastian. Okay. Auf geht's. Welche Zeichentrickserie hat als ein Markenzeichen den wechselnden, humorvollen Couch-Gag am Ende des Vorspanns? Ist das South Park oder Family Guy? Oder die Simpsons? So weit, so gut. Muss ich da jetzt? Drück drauf, ja. Bring es. Kann ich das doch mal? Hast du jetzt auch Druck? Ich darf noch ändern. Hast du das? Aber ich mach's. Ja. Du kannst nicht mehr ändern. Also, du kannst zwar sozusagen dir selbst was vorschlagen. Wenn er dann drückt, dann könntest du noch ändern. Aber das ist ja alles korrekt gelaufen hier. Bastian, ja, was ist ein Couch-Gag? Also es gibt ja immer den gleichen Vorspann der Simpsons. Homer kommt aus dem Atomkraftwerk, fährt einmal durch die Stadt. Wir sehen die anderen Familienteilnehmer. Am Schluss treffen sie sich alle vor dem Fernseher. Da passiert immer irgendwas Lustiges, was mit der Couch zu tun hat. Oder irgendwas fällt um. Oder es kommt der Zeichner Matt Groening noch rein und unterschreibt. Und das wischt dann wieder Marge Simpson weg oder irgendwas Lustiges. Gut. Ja, also alle treffen sich an der Couch. Das ist aber auch tatsächlich die einzige dieser Serien, die ich häufiger mal gesehen habe. Also es hätte jetzt auch sein können, dass ich andere noch auf der Couch treffen müsste. Okay. Das hätte ich nicht gewusst. Okay, aber Simpsons hast du genommen. Ja. Simpsons hat Bastian genommen. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass das ein ganz guter Start für euch beide ist. 1-1, Punkt für beide. Freue mich. Nächste Frage. Ein von Schauspieler Robert Redford mitgegründetes Filminstitut und Festival wurde benannt nach seiner Rolle im Film Der große Gatsby, Butch Cassidy und Sundance Kid oder Sneakers, die Lautlosen. Ups. Das geht ja sehr flott hier. Beide sagen B, weil das Festival? Das Sundance Film Festival ist von ihm gegründet und er hat nicht Butch Cassidy gespielt. Alles richtig. Das muss stimmen. B ist richtig, Sundance Film Festival. Auch hier Punkt für beide. Punkt für beide steht 2-2, damit sind wir sehr flott in diesem Duell. Schon in der Situation, es geht ja bis 3. Wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet, gewinnt das Duell. Okay. Möglicherweise ein Kreuz in der Farbe deines Kleides. Oh, das wäre sehr schön. Das wäre doch schön. Vor 10 Jahren, so beginnt die Frage, vor 10 Jahren feierte die Erfolgskomödie Fuck You, Goethe Premiere. Wie schreiben sich die Hauptdarsteller richtig?
schreiben Sie sich Elias Mbarek, Caroline Herfurth und Jella Haase. Ach du lieber Himmel. Oder Elias Mbarek, Caroline Herfurth und Jella Haase. Oder Elias Mbarek, Caroline Herfurth und Jella Haase. Ach du Schiebenbitten. Was hast du? Ach du wie viel? Also das klären wir gleich. Elias. Für mich war das jetzt relativ überschaubar von der Leistung, weil ich konnte ja immer gleich vorlesen. Schnassen. Hast du schon was? Ja. Ehrlich? Ja. Und du setzt mich nicht unter Druck? Nein. Naja, ein bisschen schon, weil jetzt weißt du ja, dass er schon was hat. Richtig. Das ist Druck genug. Aber Man müsste wirklich ganz genau kennen. Meine Güte noch mal. Und jetzt möchte man in Esthers Kopf gucken, von oben rein oder von der Seite rein. Was bin das? Jetzt hat sie auch was. Sollen wir uns gegenseitig unterdrücken? Komm, wir drücken gleichzeitig. Was passiert dann eigentlich? Das haben wir noch nie gemacht. Gleichzeitig drücken. Fatz, das ganze ZDF ist platt. Jetzt! War nicht ganz gleichzeitig. Die Zeit zieht dahin. Eine Sekunde, keine Sekunde. Ihr entscheidet euch für B. Franziska klatscht. Ach so, ich nur zu. Alle, ja. Nee, aber wenn also ich hätte B genommen. Du hättest auch B genommen. Ja, ja, das stimmt. Wir alle. Hast du schon geklatscht? Das gefällt mir. Es war damals der erfolgreichste Film des Jahres und richtig ist tatsächlich die Schreibweise in der Version B, Elias Mbarek, Caroline Herfurth und Jella Haase. Deshalb wussten wir, dass es stimmt. Ich habe irgendwie gemerkt, dass Jella Haase kein Hase ist. Und dann hatte ich nur noch zwei Auswahlmöglichkeiten. Und zwischen Caroline und Caroline gab es auch so einen kleinen, gab es einen Unterschied. Und die heißt Caroline Herfurth. Also blieb nur B übrig. Ich wusste, dass sie mir TH geschrieben wird. Aber es ist ja wirklich bei allen. Naja, okay, man kann jetzt darüber. Man hätte. Ist ja alles richtig. Einer ist immer verkehrt. Ja. Das ist Hase wusste ich auch, ist ein Hase. Okay, ja. Gut. Punkt für beide. Es steht 3-3 und versetzt uns in die Situation, dass wir hier eine Stichfrage stellen und spielen. Verfahren ist klar. Okay. Dann. John Boy Walton. Das hast du zum Glück vor dem Buzzern gesagt, weil sonst wäre es möglicherweise die falsche Antwort gewesen. Ach so. Hier, ja. Also erst buzzern, okay. Dann gucken, wo das Licht aufleuchtet, dann antworten. Das innerhalb von 10 Sekunden. Gut. Ganz so scharf wollte ich nicht sagen, aber ja. Nein, vollkommen in Ordnung. Hier ist die Stichfrage. Wer hat auf JR geschossen, ist eine der bekanntesten Folgen welcher berühmten Fernsehserie aus den 80er Jahren? Dallas. Esther sagt, es ist Dallas. Die richtige Antwort ist Dallas. Dallas. Oh mein Gott, so einfach kann es sein. Oh. Who shot JR? Super. Wow. Mein Gott. Film und Fernsehen, grünes Kreuz für Esther Schweins. Und weiter geht's zu Frank Plasberg. So. Seit er im Ruhestand ist, muss er nicht mehr fair sein. Das wird hart im Duell Zeitgeschehen gegen Frank Plasberg. Nein, alles zurück. Altersmilde. Altersmilde, okay. Milde. Jetzt komme ich endlich dazu, so zu sein, wie ich immer war. Ja. Nett, freundlich, zuvorkommend. In dieser Reihenfolge. Ja. Aber eigentlich habe ich sie ja auch gar nie anders wahrgenommen. So, dann wäre das schon mal geklärt. Läuft bei euch. Mal gucken, wie es mit dem Beantworten der Fragen weitergeht. Zeitgeschehen zwischen Frank Plasberg und Esther Schweins. Wir beginnen mit dieser Frage. Schwampel ist der etwas ungebräuchliche Name für eine Koalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP und besser bekannt als Deutschland-Koalition, als Kenia-Koalition oder als Jamaika-Koalition. Wicked. Man hat all die Begriffe schon mal gehört und auch Schwampel, auch wenn es tatsächlich wie in der Frage richtig beschrieben eher ungebräuchlich ist, aber man muss dann noch mal ganz kurz überlegen, wie bist du vorgegangen? Schwarz, grün, gelb. Mhm. Ehrlich gesagt musste ich mir dann erst mal die Mütze vorstellen. Ja. Ich habe mich an meinen letzten Joint erinnert. Ja.
Ist das länger her oder war das nur früher? Wir sammeln heute sowieso Schlagzeilen. Nee. Also ja. Wir sind Jamaika-Gedenkpapier gerollt. Absolut. Mhm. Frag mich das morgen noch mal. Ja, okay. So. Also CDU, CSU schwarz, Grüne grün, FDP gelb und daraus und dann die Ableitung über die Flaggen. Habt ihr es vermutlich ähnlich gemacht und beide richtig beantwortet. Jamaika-Koalition. Klingt auch irgendwie dynamischer als Schwampel. Also 1-1, guter Start für euch beide. Hier kommt die nächste Frage. Welchen erfolgreichen Podcast betreibt Klaas Häufer-Umlauf zusammen mit zwei Kollegen seit 2019? Heißt der Late Night Berlin oder Babylon Berlin oder Baywatch Berlin? Ja. Ach so, läuft schon. Ja, genau, weil ich glaube, Frank hat eine Zehntelsekunde vorher gedrückt. Du sagst Late Night Berlin? Late Night Berlin, weil Babylon Berlin eine Serie ist. Baywatch wäre zu komisch, auch natürlich möglich, aber sagt mir nichts. Baywatch sagt dir nichts, Late Night Berlin also sagt dir was? Als Podcast ja. Sagt es ja? Mir nichts. Frank? Ich höre den ab und zu. Neulich habe ich ihn beim Joggen gehört, kam ich drin vor. Ja, lustig. Bin ich schneller gelaufen. Moment, aber war also so du, halt sagst, nett. Du sagst Baywatch Berlin. Baywatch Berlin. Ehrlich? Moment, aber Late Night Berlin gibt es doch auch. Late Night Berlin gibt es im Fernsehen und Baywatch nee. Berlin sind zwei bis drei Jungs, die treffen sich, trinken und reden. Und ich habe immer gesagt, warum soll ich jemanden zuhören, die sich gegenseitig zulabern und dabei irgendwas trinken. Aber es ist schon lustig. Tatsächlich hat er recht mit der ganzen Herleitung. Late Night Berlin ist die Fernsehsendung von und mit Klaas Häufer-Umlauf. In Baywatch Berlin trifft er sich mit Jakob Lund und Thomas Schmidt. Und das ist ein Podcast. Der Punkt geht an Frank Klaasberg. Wobei du auch recht hast mit Babylon Berlin, dass das eine Dramaserie ist. Also insofern naja, immerhin. Der Ausschluss war nicht schlecht. 2-1 Führung für Frank. Ist klar, was das bedeutet. Hier kommt die Frage. Welches dieser Ämter wurde während der gesamten 80er Jahre nur von einer Person bekleidet? Britischer Premierminister? Deutscher Bundeskanzler? Oder französischer Staatspräsident? Oh Gott, 16 Jahre Bundeskanzler. Hast nur noch ein paar Sekunden jetzt. Okay, beide waren hochkonzentriert im Nachdenken. Frank, also wirkt recht sicher. Ja, ja deutscher Bundeskanzler. Damals war ich bei SWF 3 und habe bei einer Kollegin diese Wahl gesehen, Kohl. Und da haben wir beide gesehen, wie ihr Mann damals durch eine geschlossene Glastür als Reporter gelaufen ist. Weil? Also, er ist davor gelaufen ja. Und hatte dann ein Pflaster. Und aber das da weiß man ja noch nicht, in welchem... Also ob dann das war Kohl, 82, da gab es... Also du meinst, da wurde er Bundeskanzler? Da wurde er Bundeskanzler, das ist deswegen, richtig. Oktober 82. Oktober 82, an die Szene kann ich mich erinnern. Das sind so Haken im Gehirn. Französischer bei dir im Gehirn, bei ihm bei der Haken vorne. Ja? Okay. Staatspräsident, ich erinnere mich an T-Shirts, die gedruckt wurden zur Wahl des Staatspräsidenten. Und ich... Und was stand da drauf? Sag ruhig. Es stand ja drauf, es ist ein Zitat. Jacques Chirac. Also irgendwas mit, was sich auf Chirac... Okay, was mit F anfängt und sich auf Chirac reimt. Genau. Mhm. Und war Margaret Thatcher das Gespenst der Zeitgeschichte? Ja. In meist demselben, oder zumindest demselben Schnitt des Kostüms. Und drei Wettertraft. Premierministerin. In. Jetzt noch die Frage, französischer Staatspräsident. Wen würdest du da in die Verlosung geben in diesem Jahrzehnt? Also in den 80er Jahren? Ach. Hand in Hand mit Kohl. Mitterrand. François Mitterrand. Den Gräbern, genau. Und vorher Valéry Giscard d'Estaing. Mhm. Richtig ist A, britische Premierministerin. Aber dann wäre es zu leicht gewesen. Und das heißt, dass ihr beide richtig geantwortet habt, aber Frank den dritten Punkt gemacht hat, du den zweiten. Insofern geht das Duell Zeitgeschehen in dieser Runde an Frank Klaasberg. Also,
Mit diesem Geräusch, da bin ich gar nicht einverstanden, weil das war auch von dir eine gute Leistung. Ja, dieses was so, ach so. Niederlage klingt. Ach, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe dieses andere Geräusch noch. Noch erst. Dann wollen wir mal gucken, welches Geräusch. Aber wir strengen uns hier auch an, Johannes. Ja, ja, ja. Ja, aber du weißt, aber fair heißt nach beiden Seiten. Ich habe immer ein Herz für die Kandidatin und den Kandidaten. Ach so, ja, gut. Ich bin total parteiisch. Weiter geht's mit Literatur und Sprache. Ob Goethes Faust oder das Kultstück Caveman. Auf der Bühne kennen sie sich aus, das Problem nur, ihre Gegnerin auch. Theater- und Tatortstar Christine Urspruch. Ein schönes Duell. Yes. Zwei ganz besondere Frauen duellieren sich in Literatur und Sprache. Und wir beginnen mit dieser Frage. Man kann, also es geht ja um Literatur und Sprache, man kann dieses Wintergemüse aus der Familie der Korbblütler mögen oder nicht. In Sachen Schreibweise ist nur richtig der oder die Chicorée, das oder der Chicorée oder die oder das Chicorée. Tja, wie schreibt man Chicorée? Leicht bitter im Geschmack. Der Chicorée. Ich mag eigentlich Chicorée-Salat. Ich wüsste aber nicht, wie es geschrieben wird. Die Chicorée. Ah. Auch Chicorée leicht angebacken in Butter, auch sehr gut. Das ist mein erstes Gemüse tatsächlich. Ich sag mal. Das Chicorée oder der Chicorée. Wenn du mal sagst, dann kannst du auch mal draufhauen. Ach so, dann soll ich auch. Ja, kann, so, Entschuldigung. Ach so, ich muss auch. Die Entscheidung musst du selber fällen. Christine, ja? Der oder die, das oder der, die oder das, Chicorée, also ich bin drüber gekommen wegen des Artikels, weil ich das Chicorée und der Chicorée kenne. Die Chicorée kenne ich nicht. Ich war mir nicht ganz sicher mit Doppel-C, das finde ich ein bisschen komisch, aber ich bin über den Artikel gekommen. Außerdem mache ich Chicorée total gerne, ob die oder das oder der. Das ist lustig, ich habe überhaupt nicht auf die das Artikel geachtet. Ich war pur beim Chicorée, alles andere habe ich vollkommen das ausgeblendet. Das war dein erstes Gemüse, hast du gesagt? Ja, der Chicorée-Gemüse. Chicorée, wie die Rheinländer sagen? Das Chicorée-Gemüse oder der Chicorée, das bittere Gemüse, das gab es bei uns. Früh als Kind schon gegessen? Ja. Okay, wow, also der echt so ein bisschen bitter ist. Und ja, jetzt mit Butter geht das. Ah, mit viel Butter geht vieles. Und viel Muskatnuss. Oh, lecker, lecker. Also richtig ist tatsächlich der oder die Chicorée. Antwort A stimmt. Okay. Der Punkt geht an Issa Schweins. Juhu. Einzelführung, immer ganz gut, ne? Schöner Auftakt. Nächste Frage lautet: Welches dieser Märchen stammt aus der Feder des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen? Rapunzel, Zwergnase oder die Prinzessin auf der Erbse? Oh Gott. Beide Kandidatinnen haben sich entschieden und beide sagen die Prinzessin auf der Erbse. Habt ihr eine Idee, von wem Rapunzel ist? Grimm. Gebrüder Grimm, richtig. Zwergnase ist aber von... Ja, ja, der hat so einen komischen Namen. Hatte ich auf Langspielplatte, aber das war nicht Hans Christian Andersen. Okay, war nämlich Wilhelm Hauff. Richtig ist C, die Prinzessin auf der Erbse. Punkt für beide. Okay. Wie des Kaisers neue Kleider oder Däumelinchen und andere kleine Meerjungfrau. Ganz richtig. 2-1 Führung für Esther. Klar, was das bedeutet. Hier kommt unsere Frage. Welcher dieser Namen lässt sich aus den Anfangsbuchstaben von 5 direkt aufeinanderfolgenden Monaten eines Kalenderjahres bilden? Oh Gott, das ist ja schon mal schon schwindelig beim Vorlesen. Welcher dieser gleichfolgenden Namen, es geht um Vornamen, lässt sich aus den Anfangsbuchstaben von 5 direkt aufeinanderfolgenden Monaten eines Kalenderjahres bilden? Jonas, Sonja oder Jason? Januar.
Eine ist richtig, das ist die gute Nachricht. Das ist schwer. Ja, so. Ja, es macht einen verrückt. Ja. Es macht einen verrückt. Lässt sich aus den Anfangs... Hä? Da ist doch gar nichts dabei. Ja. Doch. Ah! Nein! Oh, Moment. Du brauchst eine Antwort, Christine. Noch zwei Sekunden, eine Sekunde. Ja. Keine Ahnung. So. Okay, also jetzt war hier ein klares Ja. Ja, ja nein, doch. Oh. Das war ein Buzzern und im selben Moment ein Nein. Ja. Was ach, direkt aufeinander, aber fünf direkt aufeinander heißen die nacheinander. Also September, Oktober, November, Januar, April. Da liegen natürlich noch andere dazwischen. Wollen wir den Kalender noch mal, wollen wir uns noch mal über den Kalender an sich unterhalten? Nein, ich dachte dann die Reihenfolge. Direkt aufeinander. Januar, April, September, Oktober. Es muss ja nicht der Januar sein. Juni, Juli, August. Oder noch August, November. September, Oktober, November. Ja, nachdem ich gedrückt habe. Oh, nachdem du gedrückt hast, hast du es verstanden? Da, ich hab's verstanden. Das ist doch ein besonders schönes Gefühl, oder? Gut. Das ist nah. Jason ist Juli, August, September, Oktober, November. Richtig, Punkt für Christine. Ist also in dieser Fragestellung das direkt aufeinanderfolgende. Ja, das ist... Besser doch noch mal richtig hingucken. Ja, es ist, wie es ist. Es ist aber nicht so viel passiert, weil es steht lediglich 2-2. Das heißt, wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet, gewinnt das Duell. Beide falsch, nächste Frage, beide richtig, stechen. Hier ist die Frage. In welchem dieser Romane führt eine Liebschaft der Titelfigur zum Duell zwischen ihrem Ehemann Gerd und Major von Krampas? Ist das Eva Luna von Isabel Allende? Oder Effi Briest von Theodor Fontane? Oder Madame Bovary von Gustave Flaubert? Entschuldigung. Solange du, ich habe mich verdruckt. Ja, ja, noch ist ja auch gar nichts gebuzzert. Insofern ich habe noch nicht gebuzzert. Kein großes Drama. Beide sagen B. Frank? Ja, gut. Dem Ganzen liegt eine wahre Geschichte zugrunde. Ich glaube, nur die Namen sind geändert, aber die Geschichte stimmt. Effi Briest von Theodor Fontane. Punkt für beide. 3-3 im Duell Literatur und Sprache. Das heißt, auch hier entscheiden wir das Duell im Stechen. Die Regeln sind hinreichend erläutert. Tempo zählt und Wissen. Und wer zuerst buzzert, darf und muss antworten. Die Frage lautet, welcher Frühlingsmonat ist laut eines bekannten Volksliedes gekommen? Der Mai. Wenn die Bäume ausschlagen. Gekommen. Der Mai ist gekommen. Die richtige Antwort ist der Mai. Das Duell geht an Christine. Aber Esther, du hast alle Chancen, mit Bela Reti gleichzuziehen. Erdkunde und Sport gewinnen. Und schon ist ein Plätzchen neben Bela reserviert. Wir machen weiter bei deinem RTL-Samstagnacht-Kollegen Wiegald Boning. Ehrlich. Beide sind gut vorbereitet. Ob mit dem Neopren ins Mittelmeer oder nackt in den Ammersee. Hier ist am Samstagabend die Wiedervereinigung von Samstagnacht. Esther Schweins gegen Wiegald Boning. Ach, ist das? Es ist sehr, sehr schön. Ist dieses Zusammentreffen schon von einem besonderen Wert oder ist das einfach eine Episode im Berufsleben und zack? Nee, wir treffen uns ja gar nicht so häufig. Und für mich ist das immer was ganz Besonderes. Also, ich habe da 5 Schläge Pulserhöhung. Schon, oder? Ja, schon nachmittags. Denke ich, huch, heute kommt Esther. Bald. Ja, ist so. Ja. Und das ist ja samstags gesendet worden. Ist das auch samstags aufgezeichnet worden? Freitagsabend. Freitags. Und ab bestimmt Donnerstag schon geprobt? Am Anfang ab montags, dann ab Dienstag. Es wurde immer weniger Probezeit. Später mittwochs ging es eigentlich los. Ja.
Du wirst dich... hattest du eine kleine Sonderregelung. Da bist du dann noch mit. Ach so, war das so. Du hast sehr gute Chancen in diesem Duell, ja. Weil Wiegald ist ja ein Teil von den Doofen. Aber ein sehr kluger Teil ein von den sehr Doofen. Ein kluger Teil von zwei klugen Doofen. Ja. Entschuldigung, ich hoffe, du empfindest das nicht als despektierlich. Überhaupt die Band nicht. Hieß nein, ja so. Einmal doofer, immer doofer. Das steckt in mir drin, natürlich. Das Duell Erdkunde. Ja. Für Weitgereiste, Vielwissende, Vielsehende, Vielbehaltende. Ja, ist da auch. Ne? Da, sag mal. Wiegals und Esters. Zwischen Herrn Boning und Frau Schweins beginnt mit dieser Frage. Was ist unabdingbar, wenn man dauerhaft in das südchilenische Dorf Mia Las Estrellas ziehen will? Man sollte mindestens zwei Kinder gezeugt haben. Der Kopf muss kahl rasiert sein. Oder man muss sich vorher den Blinddarm entfernen lassen. What? Okay. Das ist aber... Du reagierst jetzt nicht auf den Blinddarm. Du hast nicht auf Wir wissen auf jeden Fall, wann er reagiert hat. Also ja, auf den Blinddarm. Jetzt schnell. Nein, das ist doch, du bist doch verrückt. Nein. Die gute Nachricht ist, du hast noch 3 Sekunden. Schnippenbar, Dassender. Könntest du mir noch mal sagen, was Schnippender, Dassender? Das heißt, Dassender, A, ich habe keine Ahnung, soll das bedeuten. Und Schnippender, und wahrscheinlich muss aber irgendwas. So voll, dass, also ich kann mir vorstellen, dass Herr Boning das aus irgendwelchen verrückten Gründen weiß, es keine Finte war, dass er auf den Blinddarm reagiert hat. Aber in der Höhe wahrscheinlich, oder? Das Dorf liegt so weit, so abgelegen. So dass, also ich glaube, das ist eine Insel und die liegt irgendwo weit draußen im Ozean. Mein Gott. Und da gibt es kein Krankenhaus oder so etwas. Und da sollte man keinen ärztlichen Notfall schon mal mitbringen. Und darum sieht man am besten vor, oder? Das ist haarsträubend und gut, total logisch. Kahl rasierter Kopf ist richtig, dann stehe ich natürlich blöd da. Damit man keine Läuse kriegt. Keine Läuse, keine Friseure. Ich habe keine Friseure. Genau. Aber ja, das ist natürlich genial. Also, ja, weiß ich nicht. Richtig. Tatsächlich liegt das Dorf sehr abgelegen in der Antarktis. Über 1000 Kilometer entfernt von der nächsten Krankenstation. Die meisten Menschen dort sind Mitarbeiter der chilenischen Luftwaffe oder der Marine, weil sie im dortigen Stützpunkt stationiert sind. Und tatsächlich muss man sich vorher den Blinddarm entfernen lassen. Nein. Das heißt, das wird denen aufoktroyiert. Ja, verrückt. Man muss da ja nicht hinziehen, aber wenn, dann. Ja. Es steht 1:0 für Wiegald Boning. Schnell nochmal zur Systematik der Sendung. Wir wollen ja alle Duelle mit dir spielen. Wir rechnen aber mit. Bela hat 3, du hast bislang 1. Wenn du das Duell jetzt verlierst, dann könntest du ja nur noch 2. Dann wäre die Reise, vorbei. Wie soll ich sagen? Dann würde ich gar nicht mit Franziska mehr. Dann würdest du mit Franziska vielleicht nachher einen Schluck Wasser oder Wein trinken. Okay. Aber nicht heute Abend spielen. Aber du kannst jetzt ja auch gehe ich erstmal davon aus, dass wir hier noch... Du kannst ja gegen Wiegald gewinnen. Ja. Vielleicht schon mit dieser Frage. Welcher dieser Flüsse mündet als einziger in den mit ihm angegebenen Fluss? Wenn man schon die Frage gar nicht versteht. Das ist immer schon ungünstig. Das kenne ich. Ja. Wir hören noch mal genau zu. Welcher dieser Flüsse mündet als einziger in den mit ihm angegebenen Fluss? Ja. Die Saale in die Elbe? Hä? Ach so. Die Spree in die Oder? Oder der Main in die Donau? Also die Frage ist, mündet die Saale in die Elbe? Ja. Oder die Spree in die Oder? Ja. Oder der Main in die Donau? Genau. Und zweimal stimmt es wahrscheinlich nicht. Ja. Es stimmt nur einmal, weil sonst gibt es ja auch ein Problem. Soll ich mal irgendwas tippen? Was stimmt? Ich und Flüsse. Main Donau, sagst du, Esther? Spree in die Oder wurde hier kategorisch ausgeschlossen, zumindest von euch beiden. Die Saale mündet und in die Elbe. Saale mündet in die Elbe, sagt Wiegald. Ja, die Saale mündet in die Elbe. Ich weiß das gar nicht. Warum hast du es dann genommen?
Naja, also ich kann so per Ausschluss Main in die Donau, also der Main, der fließt doch bei Wiesbaden, genau. Oder Mainz. Stück vorher, genau. Stück vorher. Dann, Stück vorher. Ich kenne das immer nur aus Klapprad-Fahrer-Perspektive. Ja. Also man fährt am Opelwerk in Rüsselsheim vorbei. Das ist ja vor Mainz und Wiesbaden. Richtig. Ja. Und jetzt fahre ich Richtung Mainz zum Lerchenberg, ZDF. Ja. Heimatsenderzentrale. Ja, da ist es aber schon der Rhein. Und rechts von mir ist der Rhein. Also wenn da noch... Nee, vorher. Nee. Also vorher. Ja. Na, wie dem auch sei. Ich habe mich für A entschieden. Mainz, ja. Also der Main mündet in den Rhein, meinst du? Richtig, genau. Das halte ich auch für... Spree ist ja hier in die Havel, oder? Das genau, in Spandau. Und dann bleibt ja nur noch A übrig. Da bleibt nur noch A übrig. Die Saale ist nach der Moldau der zweitlängste Nebenfluss der Elbe. Und die Saale mündet in die Elbe. A ist richtig. Ja. Ah, warte so ab. Ist doch noch, oder? Südlich von Magdeburg passiert das Ganze. Mhm. 2-0 Führung für Wiegald. Okay. Ist jetzt natürlich eine Sache, jetzt... Jetzt aber ran. Jetzt hauen wir aber einen raus. Vielleicht schon hier. Nächste Frage. Wer im Stau das Kennzeichen-Quiz spielt und Kennzeichen mit den Kürzeln KE, RN und ER... Rate nicht, das in einem zu lesen. Entdeckt, sieht am ehesten Autos aus. Kempten, Rathenow und Erlangen. Oder Kehl, Regen und Erfurt. Oder Krefeld, Rinteln und Erding. Oh Gott. Ach du Leist, Marie. Alle, mit den Augen müsst ihr alle hier bleiben. Was denn? Man könnte jetzt zu Janine Ullmann gucken, weil die ja auch. Ja, Wieso? Gibt sie Hinweise? Sie kommt aus einer dieser Städte. Ach so. Also da bin ich mir relativ sicher, dass sie das. Ja, verstehe. Wo kommst du denn? Also, sie kommt aus Erfurt, aber ob das jetzt richtig ist oder falsch, das. Ganz gefährlich. Unsere Lippen sind verschlossen. Kiel. Ich überlege schon, was bei Boning rauskäme. Bochum, Nienburg-Weser. Nienburg-Weser und Gera. Gera. Nee, da ist Boning, da muss ja noch ein N. NG gibt es Nürtingen. Nürtingen. Ja. NG, Nürtingen. Habe ich mir ausgedacht. Ausgedacht, okay. Ja. Hat Nürtingen überhaupt ein Kennzeichen? Nein. Ist gar keine Stadt. Doch. Ach so? Bei Stuttgart? Ja, natürlich. Harald Schmidt kommt daher. Archim. Und Wolf Fuß kommt auch daher. Wolffuß? Wolffuß ist sozusagen der, sag ich mal, im übertragenen Sinn, der Belareti von heute und von morgen. Ja. Ein deutscher Sportkommentar. Der Verschlüsselte. Ja, genau. Es ist Belareti. So. Esther, wie sieht's aus? Ich habe gar keine Ahnung. Hast du schon getippt? Nein, habe ich noch nicht. Sollen wir uns auf eins einigen? Ja. Nein, also eins einigen wäre, halte ich für mutig, weil dann bist du raus. Ach so, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Nee, da müssen wir unterschiedliche Sachen tippen. Warte mal. Man kann es vielleicht so lösen. Ach, jetzt. Ja, dann er drückt, du kannst noch ändern. So. KE, RN und ER. Du sagst Kehl, Regen und Erfurt. Janine, was ist das Kennzeichen von Erfurt? Erfurt ist EF. Ach, leider. Dann hieße der Mann Kernef. auch okay. Kempten. Rathenow und Erlangen. Ist KE? Ja. Rathenow, RN und Erlangen. ER, richtig ist Antwort A. Und damit geht auch dieser Punkt an Wiegald Boning. Er gewinnt dieses Duell. Und damit kannst du keine drei Kreuze mehr schaffen. Nein. Und ich kann nur Danke sagen. Wirklich, vielen herzlichen Dank, Esther. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Eine große Freude, dich hier zu haben. Oh. Ja. Aber die gute Nachricht ist... Aber das ist auch schön, Sophie. Du bleibst ja bei uns. Ja. Du darfst dir auch ein Getränk bestellen. Aber eben nicht neben Bela. Sondern? Du bist raus. Sorry to say. Esther Schweins, danke sehr. Jetzt sind sie ins Schwimmen gekommen und müssen abtauchen. Danke für den sympathischen Auftritt in dieser Samstagnacht. Auf Wiedersehen, Esther Schweins.
Es gilt, mindestens 3 grüne Kreuze zu schaffen. Und wer versucht es jetzt? Dies ist das Auge eines Mannes, der den Dingen auf den Grund geht. Mein Name ist Leonhard Lansing, ich bin Schauspieler. Ich spiele Wilsberg fürs ZDF, bin 67 Jahre alt, verheiratet, aufgewachsen in Gelsenkirchen und Essen, aber mein Hauptbetätigungsfeld ist natürlich Münster. Dort nämlich ermittelt der vielbeschäftigte Schauspieler als Privatdetektiv Wilsberg. Wilsberg war Rechtsanwalt, hat aber seine Zulassung verloren. Als Ersatz hat er sich ein Antiquariat gekauft und aufgebaut. Ich suche ein Buch. Welches darf es denn sein? Nebenbei ist er Privatdetektiv. Der Absolvent der renommierten Essener Folkwang-Schauspielschule hat ein Faible für Filmklassiker. Ich habe den Eindruck, alte Filme haben sich mehr Mühe gegeben mit den Geschichten und den Charakteren. Mein Lieblingsfilm nach wie vor Casablanca, Citizen Kane. Der neueste, den ich gut finde, war E.T. Aber James Bond kann man auch gut sehen. An eine frühe Rolle in einer Erotikkomödie von 1987 erinnert sich Leonhard Lansing ohne Reue. Eis am Stiel war eigentlich prima, weil ich brauchte das Geld. Ich war der entführte Millionärssohn, der im Heizungskeller eines Hotels angekettet war. Also ich hatte da gar keine großen Sorgen. In Münster wird er immer und überall sofort erkannt. In seiner Wahlheimat Berlin hingegen kann Leonhard Lansing auch mal entspannt im Café sitzen und lesen. Abgesehen von Drehbüchern für Wilsberg lese ich gern Krimis, am liebsten die skandinavischen, also Mankell. Und Håkan Nesser, Norweger, der hat einen Polizisten erfunden, der sich ein Antiquariat kauft und reingeht und die Tür abschließt von innen. Aber hier wird nicht gekniffen. Ich werde Quiz-Champion, weil ich natürlich schon unzählige Fälle gelöst habe, meist mit meiner Kombinationsgabe. Das wird auch heute möglich sein. Guten Abend und herzlich willkommen, Leonhard Lansing. Ja. Wie schön, dass wir zusammentreffen. Herzlich willkommen. Große Freude. Bei mir auch. Ich habe Angst vor Bellaretti, aber sonst so. Na, Angst vor Bellaretti, das ist so ein netter Zeitgenosse. Ich wusste das vorher. Nein, wir sehen uns ja auch nicht auf der Couch, aber er war schon sehr eindrucksvoll. Hat er gut gemacht? Ja, super. Okay, auch wir haben hier diese kleine Mini-Aufgabe vorher zu lösen. Ich lese schnell so ein paar Fragen vor. Idealerweise 7 richtige Antworten in 60 Sekunden. Na dann. Auch hier der Hinweis, wenn irgendwas nicht so passt. Weiter, exakt. Genau. Alles gut? Ja, soweit. Möge die Übung gelingen. Das Duell mit Leonhard Lansing beginnt jetzt. Ein bekannter Abzählreim lautet Ene mene mu und raus bist du. Richtig. In welcher französischen Stadt spielt die Geschichte des Musicals Moulin Rouge? Paris. Richtig. Wie lautet die gängige Abkürzung für die Bezeichnung unbekanntes Flugobjekt? UFO. Richtig. Wie nennt man den saugfähigen Faden, an dem man eine Kerze entzündet? Docht. Richtig. Welches beliebte Suppengemüse wird auch Porree genannt? Lauch. Lauch ist richtig. Wie viele Monate umfasst ein Trimester? 3. Richtig. In welcher Sportart stellte Franziska van Almsick mehrere Weltrekorde auf? Schwimmen. Richtig. Welchen? Das muss reichen. Oh. Bitte sehr. Weiter. Weiter. Wer jetzt auf dem Sofa sitzt zu Hause, und das sind hoffentlich einige, sie denken vielleicht, Mensch, das ist doch so leicht und so einfache Fragen. Die Wahrheit dieser Sendung ist, es gibt immer mal wieder auch Kandidaten, die extrem viel wissen, auch in unseren regulären Quizausgaben, nicht in diesem Star-Special, in den regulären Quizausgaben, die scheitern da. Das hier allerdings war... Puls, Blutdruck, Angst, alles. Ja, das war ein Durchmarsch jetzt hier. Ja, es ging. Ja, ging noch. Fragen waren lösbar. Ja. Lösbar. Leonhard Lansing, Berlin, Schauspieler, geboren in Hamm. Das haben wir alles eben schon gelernt. 3 Jahre übrigens auch in London gelebt. Ja, das stimmt. Ja? War das beruflich in London? Es war wegen meiner damaligen Freundin. Männer machen sowas dann manchmal, die ziehen den Frauen hinterher. Mhm. Und das war eigentlich gar nicht schlecht. Also London ist eine eindrucksvolle Stadt. Und es war sicherlich auch eine eindrucksvolle Frau, wenn ich das, um den Satz zu vollenden. Ja. Ich bin ja jetzt verheiratet mit einer sehr eindrucksvollen Frau. Ja, siehst du? Und deswegen schweige ich da lieber. So entwickelt man sich. Dann wollen wir doch mal gucken, wo die Reise für uns beginnt. 5 Duelle sind vorbereitet. Die Experten haben großen Spaß zu spielen. Wir alle haben großen Spaß zu spielen. Wo fangen wir an? Die
Literatur und Sprache. Yes. Na dann. Wilsberg gegen Tatort. Privatdetektiv gegen Rechtsmedizinerin. Wilsberg gegen Alberich oder einfach Literatur und Sprache gegen Christine Urspruch. Ja. So als Fernsehmensch denkt man jetzt, also wenn sowohl die Wilsbergs-Zuschauer als auch die Tatsau-Zuschauer jetzt gucken, dann haben wir eine Länderspielquote. Ja, stimmt. Ja? Das Duell Literatur und Sprache zwischen Christine Urspruch und Leonard Lansing beginnt mit folgender Frage. In Heinrich Bölls Roman Ansichten eines Clowns hat die Hauptfigur Hans Schnier die außergewöhnliche Gabe, mit Hühneraugen sehen zu können, über das Telefon Gerüche wahrzunehmen oder durch Küsse jemanden zum Leben zu erwecken. Tja, ich bin ein Clown, ich sammle Augenblicke. Antwort, Buzzer, Punkt. Das war jetzt Modell Druck ausüben, Nichtwissen überspielen. Genau, einfach gucken, was passiert. Ich habe den Roman gelesen, als ich 14 war. Das ist schon länger her. Na. Es war letzte Woche. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich leider nicht erinnern. Und warum hast du dann B genommen? Weil mir das am spannendsten klang. Als Gabe für einen Menschen. Also Hühneraugen finde ich Quatsch. Und küsse jemanden. Also ich meine, wie oft küsst man jemanden zum Leben? Erweckt ihn zum Leben? Also frag mal Aschenputtel. Ja. Nee, nicht Aschenputtel. Wie heißt der? Dornröschen. Nee, wer ist denn da? Rapunzel. Schneewittchen. Wer ist es denn? Schneewittchen. Rapunzel. Frag sie alle. Den gestiefelten Kater. Nein, Rapunzel ist mit dem Haar herablassen. Es ist Schneewittchen, oder? Schneewittchen. Wer? Dornröschen. Wir nennen alle Titel von Märchen. Dann ist auf jeden Fall das Richtige dabei. Dornröschen. Dornröschen war es. Wir schneiden jetzt mal in der Sendung. Denk mal an Dornröschen. Wir schneiden natürlich nicht. Du hast also eine außergewöhnliche Gabe. Du kannst dich erinnern, auch wenn du dich nicht erinnerst. Mhm. Okay. Wie eben auch mit Jason. Jason. Ja. Ich zitiere. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich nicht nur mit Melancholie begabt bin. Ich kann durchs Telefon Gerüche wahrnehmen und kostert noch süßlich nach Veilchenpastillen. Okay. Cool. Richtig ist B. Punkt für Christine. Nichts verloren? Nee. Nächste Frage. In welchen dieser Namen unserer sympathischen Experten befinden sich doppelt so viele Konsonanten wie Vokale? Doppelt so viele Konsonanten wie Vokale. Frank Blasberg, Bastian Pastewka oder Wiegald Boning? Die blöde Zählerei. Dann buzzern, hier geht's um Tempo. Ja. Beide entscheiden sich nach einigem Nachdenken. Wir haben gezählt. Ich habe so richtig mit Fingern gezählt. Ja, ich habe gesehen, Wiegald hat auch mitgezählt. Ja, hoffentlich bin ich es nicht. Ich bin schon bei Pastewka hängen geblieben. Ja. Buchstabengewirr. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. Nee, das ist wirklich. Ich hätte auch gezählt und bei Frank wäre man schnell ausschließen können. Hätte man, drei Vokale. Okay. Vier Vokale, 8 Konsonanten, Wiegald Boning, C ist richtig. Ja. Zwei 1 Führung für Christine. Ja. Wir wissen, ne? So, trink euch einen Schluck. Alles gut, noch geht's. Okay, dann folgende Frage. Sind Eltern mit ihren Kindern nicht sehr streng, dann sehen sie es mit gewissen Regeln in der Kindererziehung wohl eher lax? Oder Lachs? Haben wir einmal A und einmal C? Christine, Sie sehen. Ja. Ich hätte gesagt Lasch.
Auch gut. Das hättest du auf jeden Fall mit den Buchstaben von Lachs bilden können. Eben. Aber, und das war dein Gedanke? Das war, nein, na, natürlich nicht. Den ist Lachs. Lachs. Du hast gedacht, das Lachs. Ich, also bei, ja, 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 wahrscheinlich ist B, aber es ist ungewöhnlich im Deutschen ein Wort nur mit K zu schreiben statt mit CK. Ja. Also in dieser Kombination. Ah, okay, also du sagst Lachs. Ja. Ist möglicherweise nicht richtig, aber dann muss B richtig sein. Mhm. Also C kannst du ausschließen. Absolut. Lachs. Absolut. Was soll Lachs? Lachs mit X, wie soll das denn gehen? Ja, war wohl nix wie nix. Ah, stimmt. Ja. Ah, nix geht auch, stimmt. Ja, ja. Nix wie Lachs, Lachs wie nix. Also X ist ja Latein. Na gut. Ja. Ja, Lachs ist auch Latein. Richtig ist C. Okay. Lachsus. Ja. Schlaff, schlaff. Locker. Zwanglos. Lachs. Von Lachsus, lateinisch. 2-2. Back in the game, würde der amerikanische Moderator jetzt sagen. Nächste Frage kann die Entscheidung bringen. Womit fand laut griechischer Mythologie der Athener Theseus nach dem Sieg über den Minotaurus den Weg aus dessen Labyrinth? Mit dem Faden der Ariane oder dem Faden der Adriane oder dem Faden der Ariadne? Erst drücken, erst drücken, ja, dann. Muss man wissen, ne? Leonard Lansing singt die ganze Zeit unsere, so, Melodien, ja, ich find, unsere Melodien mit. Wahrscheinlich, ja, singe ich auch in Aufzügen oder so. Ja? Ich bin nicht so sicher, ich höre mir da nie kling, zu. Ja, ja, genau. Okay, richtig ist der Faden der Ariadne. C, Punkt für beide. 3-3 in diesem Duell. Du hast auch gewusst. Du hast auch sicher gewusst. Ja. 3-3 in diesem Duell heißt, wir spielen auch hier das Stechen, indem es um Tempo, also erst buzzern in diesem Fall, okay, dann Frage sehen, dann sofort richtig antworten. Keine Umwege über falsche Antworten. Konzentration, sowohl in Bezug auf Wissen als auch in Bezug auf Tempo. Literatur und Sprache. Stechen. Sie hat schon Hand auf dem Buzzer, vielleicht für dich auch eine Idee, so, ne, wenn man sicher sein will. Welcher Lasagne-liebende Comic-Kater bekennt häufiger? Garfield. Garfield. Hier ist die Antwort, Garfield. Richtig. Ich hasse Montage. Erstes grünes Kreuz für Leonard Lansing. Das heißt, ich hasse Montage. Ich hasse Montage. Ich hasse Montage. Weiter geht's mit Wiegald. Ja. Oh. Ihr nächster Gegner ist viel unterwegs in der Welt, in Deutschland, zu Land, zu Wasser und er war sogar schon in Bielefeld. Erdkunde gegen Wiegald Boning. Mehrfach. Also, du hast gerade gesagt, oh Gott. Nein, ist nicht so mein Ding. Ja, also, Erdkunde, okay. Aber der Rest ist eh alles nicht mein Ding. Wir gucken mal. Ach so, das ist interessant zu hören. Literatur und Sprache, ja, der Rest ist nicht so dein Ding. Ja, komischerweise. Wir sehen mal. Denkt man dann so? Ja, ach, schlau raten. Solltest du gewinnen, für wen würdest du spenden? Na, ich habe zwei Vereine, auch die Krebsberatungsstelle in Münster, weil ich mal selbst betroffen war, weil die sehr hilfreich sind und weil man ja auch, wenn die nett zu uns sind, auch nett zu den Münsteranern sein muss. Mhm. Und die Themis-Verschrauen-Stelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt im Medienbereich. Das ist ein Riesenproblem und die brauchen auch Geld. Okay, sinnvolle Aktivitäten, die du unterstützt. Wenn es dazu kommt, dann bräuchten wir nicht zwingend einen Sieg in Erdkunde. Davor aber ist ja Herr Reti, das ist ja, gut, ja. Das steht ja allem im Wege. Ne? Ja, Hilfe, Hilfe. Später vielleicht. Ein Zettelchen reinreichen. Erdkunde zwischen Wiegald und Leonard beginnt so. Welche nordeuropäische Hauptstadt wird aufgrund ihrer speziellen geografischen Lage auch Stadt der 14 Inseln genannt? Das macht ja viel zu früh. Oslo, Stockholm oder Helsinki? Erst Antwort? Ja. Wiegald hat gebuzzert. Du müsstest dann jetzt? Ja, okay, dann ist eine Antwort da zumindest. Jetzt hätte ich gern in den Kopf reingucken wollen. Ich auch. Ich dachte, Stockholm hat viel mehr Inseln als 14. Okay, aber es geht ja nur um den Namen Stadt der 14 Inseln. Ja, ja, gut. Und wie hast du dich dann doch für Stockholm entschieden? Weil ich dachte, es hat mindestens 14. Ach so, mehr. Ja, genau. Du wusstest das, ja, oder? Ich sah nur, dass er sofort buzzern wollte. Und da fühlte ich mich so unter Druck gesetzt. Ja. Dann bin ich in Panik geraten und habe irgendwas gedrückt. Aber es ist natürlich die Scherenküste. Also ja, man kann zum Beispiel als
Kajakfahrer dort viele schöne Nachmittage verbringen, indem man von Insel zu Insel fährt. Mindestens 14 Tage lang. Und pro Tag eine Insel. Wenn man es so macht, würde es passen. Richtig ist Stockholm. B. Punkt für Leonard Lansing und Punkt für Wigald Boning. Nächste Frage lautet: Niedersachsen hat mit 9 Nachbarbundesländern die meisten und mit 6 Nachbarbundesländern liegt an zweiter Stelle Thüringen, Hessen oder Bayern. Wenn er zuckt, also zögert, meine ich, ja, und du schon eine Idee hast, nur als Tipp, dann Tempo. Ah, wir wollen Tempo machen. Nee, nein, wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben gegessen. Alles gut. Nur ich nehme das aus dem Augenwinkel wahr, dass Wigald nicht sofort antwortet. Der zählt welche, noch, der zählt. Ich habe so eine Zielschwäche heute. Ich bin nur so langsam im Zählen unterwegs. Aber gut, viel passieren kann ja jetzt gar nicht. Wie viel? Na gut, also ich meine, man kann falsch antworten. Niedersachsen 9, das hat man ja schon in der Frage drin. Bayern hat? Also Baden-Württemberg. Hessen. Thüringen. Sachsen. Und Sachsen. Und Sachsen. Sind wie viel? Ich hab sind gar nicht vier, sind vier, sind wir schon mal sind knapp vier. Dran. Okay, ja. Schauen wir mal. Und Thüringen hat? Sachsen. Richtig. Sachsen-Anhalt. Anhalt, ne? Bayern und Hessen müssen wir ja haben, weil hatten wir eben schon andersrum. Fehlt noch was? Niedersachsen. Niedersachsen. Deine Grenze mit Niedersachsen kommt auf 5. Richtig ist B. Hessen mit 6 Anrainern. Hessen hat im Norden Niedersachsen, hat im Osten Thüringen, im Süden Bayern und Baden-Württemberg, im Südwesten Rheinland-Pfalz und auch Nordrhein-Westfalen. Also 6 Bundesländer, die an Hessen grenzen. 2-2. Nächste Frage alleine richtig. Duell gewonnen. Und bitte. Unter Schummerung versteht der A. Meteorologe eine Schlechtwetterfront? Oder B. der Geologe Einschlüsse bei Gesteinen? Oder C. der Kartograf Schattierungen auf Landkarten? Schummerung ist die Flächentönung des Kartografen auf Landkarten. Richtig ist C. Oh. Das Duell Erdkunde zwischen Wigald Boning und Leonard Lansing muss im Stechen entschieden werden. Yes. Und wie immer gilt, Tempo einerseits, Wissen andererseits. Dann innerhalb, also wer zuerst buzzert, innerhalb von 10 Sekunden die richtige Antwort. Die Erdkunde-Stichfrage lautet: Für welche Himmelsrichtung steht im Merksatz nie ohne Seifen waschen die Seife? Wigald. Süden. Für Süden, das ist richtig. Norden, Osten, Süden, Westen, nie ohne Seife waschen. Ach. Punkt für Wigald. Ja. Und damit Duell für ihn. Ja, gut so. Aber denkbar knapp. Na ja. Aller Ehrenwert. Geht ja weiter. Weiter geht's mit Franziska. Sie haben einmal die Auszeichnung Fahrradfreundlichste Persönlichkeit des Jahres bekommen. Doch wird das reichen im Sportduell gegen Franziska van Almsick? Sehen wir mal. Schaust du Sport? Machst du Sport irgendwas? Ich habe, als ich klein war, also als Jugendlicher, habe ich Handball gespielt. Schöner also Sport. Gar nicht so ein Fußballfan. Und dann bin ich geritten, bis mir mein, also auf Pferden, bis mir mein Sprunggelenk ruiniert wurde. Bei einem Sportunfall? Ja, also beim Reiten? Ich hab auf dem Dressurpferd bin ich gesprungen und das hat es mir nicht so. Das war keine gute Idee. Doch, es war eine gute Idee, weil er sollte den Rücken mal rund machen. Das war schon ein älterer Kerl und dann war es aber nach dem Aufsprung, also nicht mal reingelaufen ins Hindernis oder so, war es aber sehr ungeschickt von mir. Okay. Also wenigstens nicht dem Pferd die Schuld gegeben. Nein, der Reiter war schuld. Reiter war schuld. Ja. Gut, guckst du Sport im Fernsehen? Ja, schon. Also dann so einiges wird dir geläufig sein. Schauen wir mal das Duell Sport zwischen Franziska van Almsick und Wilsberg. Leonard Lansing beginnt wie folgt. Welche internationalen Sportereignisse starten häufig mit einem sogenannten Prolog? Sind das Radrennen oder Reitturniere oder Ruderregatten?
Ja, er hatte schon gebuzzert, du hattest schon eingeloggt. Der Prolog ist das Auftaktrennen im Etappenwettbewerb im Straßenradsport. Richtig ist Radrennen. Ja. Aber du, Sie müssen es ja wissen. Ja, wo, also Sie müssen es ja wissen, Franziska ist die meiste Zeit unter Wasser oder im Wasser gewesen. Ja? Unter Wasser. Naja, unter nicht, aber im Wasser. Jetzt ja nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, wie die Schwimmer und Schwimmerinnen sagen beim Training, Kacheln zählen. Mhm. Ja? Und das auch morgens vor der Schule früher. Stimmt. Stadtschule. Wie viele Kilometer bist du vor der Schule geschwommen? 6. Will nicht mal laufen. Ja. Und schon gar nicht vor der Schule. Und nach der Schule? Auch noch mal 6. Natürlich. Wow. Das, ja, man hatte ja sonst nichts zu tun. Ja. Wahnsinn. Okay, im Duellsport geht es weiter mit dieser Frage. Wo ist Bele? Diese lautstark vorgetragene Frage machte ZDF-Reporter Bruno Morawetz unsterblich. Denn er suchte nach A, einem Eisschnellläufer auf der Eisbahn oder einem Langläufer auf der Loipe oder nach einem Vierer-Bob-Piloten im Eiskanal. Na, ich muss ja gar nicht. Beide sagen, einem Langläufer auf der Loipe. Müsste es in der Loipe heißen, Bela? Auf der Loipe, in der Loipe. Ja? Ja. Könntest du lösen? Ja, klar. Wo ist Bele? Aber es war ein Zusammenschnitt. Es wurde nur zur Legende, weil es ein Redakteur so kunstvoll... Es war nicht live, aber es war... Soll ich sagen, ob es richtig oder falsch war? Nee, kannst du natürlich sagen. Richtig. Ja. Richtig. B ist richtig. Jochen Bele kam nicht mehr aus dem Wald raus. Ja. Damals waren Langlaufrennen, das muss man vielleicht erklären, Langlaufrennen noch nicht von Dutzenden von Kameras gecovert, sodass jede Sekunde und jeder Millimeter... Welches Jahr waren das? Weil ich kann mich zum Beispiel... Das war nicht 76. In der Zeit, als ich aktiv war, sondern Lake Placid. 70? Die Olympischen Spiele in Lake Placid, das war glaube 1986. Ja, da bin ich noch gar nicht geboren. Gut, richtig ist B, steht 2-2 im Duell. Und wir wissen, was das bedeutet. Er tut so, als würde er nichts wissen. Ne? Naja, aber das ist ja nicht mal Sport. Du bist ja ein Reporter gewesen. Er treibt ja keinen Sport, der kommentiert das ja. Ja, aber es ist doch eine Sportfrage. Ja. Während Fußballfans im DFB-Pokal der Männer Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin rufen, müsste es bei den Frauen heißen Köln, Köln, wir fahren nach Köln oder Bremen, Bremen, wir fahren nach Bremen oder München, München, wir fahren nach München. Denn auch die Frauen haben mittlerweile einen festen Austragungsort für ihr Pokalfinale. Ja. Echt? Interessant. Früher war das immer mal. Das DFB-Pokal? Früher war das mal im Vorfeld des Männerfinales, auch in Berlin. Ja, genau. Ich glaube, dann hat es auch mal gewechselt. Mittlerweile gibt es seit Jahren einen festen. Ich dachte, es wäre in Frankfurt. Warum ist in Frankfurt nicht dabei? Wo ist ein anderer? Wollen wir für, sollen wir für dich noch D? Frankfurt, ja. Frankfurt, wir fahren nach Frankfurt? Ist doch gar kein Problem. Also auch hier die angenehme Nachricht, eine der drei Antworten stimmt. Hat cool. Sich bewährt hier. Ja. Ich bin mir total unsicher. Ich auch. Ja. Köln. Köln ist die Stimmung gut für Frauenfußball. Mhm. Bremen. Hm. München isst man gerne, also ich sag mal A. Ja, einer von euch muss buzzern, damit das Ganze... Ach so, Entschuldigung. Ja. Ist zu viel Technik hier. cool. Ich glaube, ich habe gelesen, mal wieder... Ich glaube, ich habe gelesen, ist ein Satz, der auf jeden Fall gut anfängt. Ja. Aber die Frauen haben ja einen wahnsinnigen, Gott sei Dank, einen wahnsinnigen Zulauf. Und, und auch, dass, dass das DFB-Pokalfinale der Frauen nicht mehr vor den Männern stattfindet, ist ein Riesenerfolg. Mhm. Und ich glaube, im letzten Jahr haben sie doch mega Zuschauerzahlen gehabt, oder? Sie haben gute bis sehr gute Zuschauerzahlen beim Frauenfinale. Bei der Europameisterschaft in England, glaube ich, haben sie extrem herausragende Zuschauerzahlen gehabt. Und weil sie so gut gespielt haben und weil Frauenfußball sich unglaublich entwickelt hat. Und richtig ist, Köln, Köln. Wir fahren nach Köln. Oh, cool. Da findet seit 2010 im Kölner Rhein-Energie-Stadion das Pokalfinale der Frauen statt. Und zuvor tatsächlich viele, viele Jahre oder Jahrzehnte im Olympiastadion im Vorfeld der Männer.
Auch dieses Duell muss im Stechen entschieden werden, denn es steht 3-3. Und auch hier gilt Tempo einerseits, Stichwort Hand am Buzzer. Unsere erfahrene Expertin weiß, wie es geht. Und natürlich auch Wissen. Entscheidung im Sport mit dieser Frage. Welcher ehemalige deutsche Boxweltmeister trug zu seiner aktiven Zeit Henry Maske? Den Spitznamen Gentleman. Henry Maske ist richtig. Auf den Spuren von Bela Reti. Ja, naja. Zwei grüne Kreuze. Großes Vorbild da oben, großes ab Vorbild. Zum Film und ab zum Fernsehen mit Bastian. Mit einem Millionenpublikum kennen Sie und Ihr Gegner sich bestens aus. Schlüpfen Sie in die Rolle des Spielverderbers im Duell Film und Fernsehen gegen Bastian Pastewka. Hallo, freue mich sehr. Herr Lanzig, ich freue mich, gegen Sie zu spielen. Ich habe Sie, ja? Sie zum ersten Mal gesehen in Der bewegte Mann. Da haben Sie, ja, in Der bewegte Mann, da haben Sie Bezaubernde Genie gespielt. Ja, ja, das stimmt. Und aus der wurde noch ein eigener Kurzfilm, How I Got Rhythm. Nee, den gab es vorher. Und früher mussten die Kinofilmproduzenten ja Kurzfilme kaufen, wenn die gefördert waren. So war es. Und die mussten die aber nie zeigen. Das heißt, man hätte eigentlich den kurzen Film vor Der bewegte Mann sehen können. Und so habe ich ihn gesehen. In einem Hamburger Kino im wunderbaren Abaton. Da kam zuerst How I Got Rhythm und dann Der bewegte Mann. Abaton ist aber Herr Grassmann, großartiger Kinobesitzer. Und Sie haben einen sensationellen männliche Bezaubernde Genie gespielt. Ah. Und der Film war nicht ganz jugendfrei. Ich fand den ganz schön frech. Doch, der war, aber Martina Gedeck hat auch mitgespielt. Na, selbstverständlich. Muss man auch sagen. Oliver Stritzel war schon prima. Noch uninteressanter ist folgende Geschichte. Aber ich habe ein super Kostüm. Also was ich Sie kennenlerne. Und deine Wertschätzung für Bastian ist gleichermaßen groß? Natürlich. Ist ein genialer Mensch im Fernsehen. Ja. Super. Das stimmt natürlich, da haben Sie ja, ich weiß nicht. Würde ich von mir nie behaupten. Ich gehe einfach nur zur Arbeit. Ja. Wir spielen Film und Fernsehen mit Bastian und Leonard und beginnen wie folgt. Passt ein bisschen. Gibt es von einem Film ein sogenanntes Sequel? So handelt es sich dabei um eine Fortsetzung? Eine Neuverfilmung oder eine Vorgeschichte? Ja, okay. Also das? Das muss ich, da habe ich eine. Ja? Ich muss nur abwarten, bis die Zeit abgelaufen ist. Ah, verstehe. Beide sagen A, da hat er was ganz Elegantes. Vielleicht noch in Gedanken im Duell Sport. Er hat mit der Rückhand gebassert. Ja, aber ich wusste, dass er das weiß. Sieht man sehr selten, sehr lässig mit der Rückhand. Rückhandbassern. Guck ich jetzt ab. Muss ich sagen, das hat Stil. Klasse. Richtig ist eine Fortsetzung. 1-1 ist der Spielstand und geht so weiter. In welchen Karatehelden verwandelt sich Polizeihausmeister Fenn in einer ZDF-Zeichentrickserie aus den 70er Jahren? In den Karatehelden Phnom Penh Bae oder Hanoi Lee oder Hong Kong Fui? ZDF feiert 60. Geburtstag in diesem Jahr. Ganz so lang ist das nicht her, aber doch auch schon ein paar Jahrzehnte. Richtig ist Hong Kong Pfui. Wüsstest du noch, wann die Serie ausgestrahlt wurde? Nein. Im ZDF-Ferienprogramm. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Also ja, natürlich. Moderiert von Anke Engelke. Dem Hund Benji, glaube ich. Ja. Der Hund hat mitmoderiert. 2-2. Ja. Vielleicht fällt jetzt die Entscheidung im Duell Film und Fernsehen mit der Beantwortung folgender Frage. Irgendwas von Wilsberg wäre schön. In welcher deutschen Serie, Wilsberg ist ja keine Serie, sondern eine Reihe, in welcher deutschen Serie geht es um Freud und Leid rund ums Hotel Fürstenhof in der fiktiven bayerischen Gemeinde Bichelheim? Ist das die Serie Rote Rosen oder In aller Freundschaft oder Sturm der Liebe? Er weiß das alles. Ich sehe das selten, muss ich gestehen. Aber was sagen wir denn da? Bichelheim? Schöner Rhythmus. Ich mach praktisch, ja. Ja, ja. Ja.
buzzern? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Natürlich wisst ihr das. Bitte? Natürlich wisst ihr das. Natürlich wisst ihr es. Schaust du Serien? Es gibt Spezialfälle wie SDL, wie wir Insider sagen. Ja? Natürlich. Mhm. Ja. Ich meine auch, dass Rote Rosen in Lüneburg spielt. Aber doch auch ein Hotel, oder nicht? Das ist auch ein Hotel, aber es geht immer um Hotels, Blumenland. Weil es ein bequemer Drehort ist. Ja, und es wird warm und trocken. Viele Zimmer, lange Gänge. Könnte sein, dass das alles stimmt. Wobei in aller Freundschaft, da geht es doch um Krankenhaus. Ja, ich glaube auch. In aller Freundschaft wird ja apostrophiert als sogenannte Sachsenklinik. Die spielt, glaube ich, in Leipzig. Also in Sachsen. Doch, Leipzig. Halt in Sachsen, mein Gott. Und das ist eine super Serie. Das Tolle finde ich, in aller Freundschaft hat gerade die 1000. Folge gemacht. Und ich glaube, die Serie gibt es seit 25 Jahren, aber sie hat 26 Weihnachtsspecials. Da stimmt das nicht. Gut, müsst ihr noch mal für den zweiten Feiertag mit. Genau, Rote Rosen wird produziert von der Traumfabrik Niedersachsen. Okay. Das ist eine Firma, die das macht. In Lüneburg wird das doch gedreht. In Lüneburg, ja, Traumfabrik Niedersachsen. Ja. Ich weiß, dass es richtig eine touristische Attraktion ist und dass Menschen auch in Bussen und mit der Bahn dahin reisen, um am Drehort zu sein. Ja. Und Stunde der Liebe, da geht es natürlich um den Hotel Fürstenhof. Das Titellied ist Stay, kommt doch immer am Anfang. Ja. Super. Und ich verehre Antje Hagen und Sepp Schauer und die spielen die Köchin und den Sepp Schauer. Wie heißen die Figuren? Kommt vielleicht noch. Jedenfalls den Portier vom Hotel Fürstenhof. Concierge. Und die große Frage ist, wer erbt das Restaurant schon seit 6.300 Jahren? Und noch haben sie keinen gefunden. Und sagen Sturm der liebe Zuschauer wirklich SDL? Ja, also natürlich. Ich kannte mal so eine Clique, die waren alle SDL-Fans. Ja, genau. Okay, wir fassen zusammen. Sturm der Liebe ist richtig. Jo. Und auch das Duell Film und Fernsehen wird in einem Stechen entschieden. Oh Gott. Spannende Sache, das. Ja. Gucken wir mal. Regeln sind bekannt. Können wir gleich mit der Frage loslegen. Hand an den Buzzer und dann. Welcher Hollywood-Star sagt in einem bekannten Film den Satz, mein Name ist Forrest Gump? Welcher Hollywood-Star? Tom Hanks. Die Antwort hier lautet Tom Hanks. Tom Hanks. Und das ist richtig. Am Anfang hast du gesagt, ich weiß eigentlich nicht. Ich rate einfach schlau. Das ist würden Sie alle wissen, wie wenig ich weiß, dann wäre ich schon längst wieder in der Kantine. Oder Sie ein aus Verzweiflung. Ein Tiefstapler. Jetzt sitzt auch Bela Reti auf einmal wieder aufrecht. Dann wir haben drei grüne Kreuze und er willkommen. Weiß, es kann zu einem Duell kommen. Oder aber wir haben einen neuen. Naja. Ja. Vorläufigen Champion auf dem Sofa sitzen. Es geht ums Zeitgeschehen mit Frank Plasberg. Schreiben Sie nun Schlagzeilen im Duell Zeitgeschehen gegen Frank Plasberg. So, ja. Dieses Duell Zeitgeschehen, das möglicherweise Leonard Lansing als alleinigen vorläufigen Bewohner der Champions-Loge hervorbringt, zwischen Frank Plasberg und Leonard Lansing, beginnt mit dieser Frage. Helmut Kohl ist der Bundeskanzler mit der bisher längsten Amtszeit. Aber wer war am zweitlängsten im Amt? War das Angela Merkel oder Helmut Schmidt oder Konrad Adenauer? Ah, guter Mann. Schnell machen, noch 3 Sekunden. Was im Kopf eines Kandidaten vorgeht, frage ich mich mal. Er sieht, dass du eingeloggt hast, sagt, aha, guter Mann. Er weiß ja gar nicht, was du eingeloggt hast. Nee, weiß ich auch nicht. Ja? Aber denk nur, der hat irgendwas schnell gemacht, das muss gut sein. Ja, vielleicht mache ich jetzt mal langsamer. Ja. Adenauer war auch relativ lang. Ja, aber vor meiner Zeit. Ja. Was für die Beantwortung dieser Frage nicht relevant gewesen wäre. Das stimmt. Richtig ist aber dennoch Angela Merkel. Die den Rekord von Helmut Kohl lediglich um 10 Tage verpasst hat. Hätte die Queen das gewusst. Adenauer 14 Jahre Bundeskanzler, die beiden anderen 16 Jahre. Und Helmut Schmidt nur 8 Jahre. 1-1, nächste Frage bitte. Mit welcher deutschen Behörde verbindet man die Außenstelle Pullach?
in Oberbayern. Mit dem Bundesrechnungshof, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder mit dem Bundesnachrichtendienst? Aha, da war's wieder. Da war's wieder. Ja, aber es ist für einen Klassberg, den kann man damit nicht beeindrucken. Ich habe auch jetzt gesehen, das ist so ein Move, ne? Zack, zack. Ja. Babam. Gut, ist für mich neu. Gut, schön zu sehen. Richtig ist... Müssen den Buzzer hier hinstellen, den wir jetzt hier hinkleben. Nee, ich mag die Rückhand. Ich mag die. Irgendwann kommt die beidhändige Rückhand auch noch. Frank. Bundesnachrichtendienst. Sicher? Ja, ganz sicher. Recht hatte der Frank und recht hatte der Leonard. Richtig ist der Bundesnachrichtendienst. 2-2. Nächste Frage. Ui. Möglicherweise entscheidend. Sortiert man die Farben des 10-, 20- und 50-Euro-Scheines in aufsteigender Reihenfolge, ist einzig richtig orange-rot-blau, blau-orange-rot oder rot-blau-orange? Ah, shit. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Da ist klar. Eine völlig bescheuerte Frage. Findet ihr den 50-Euro-Schein orange oder ist er nicht braun? Ich hätte braun gesagt. Ja. Wer hätte braun gesagt? Ich. Da bin ich zumindest nicht alleine. Ich hätte auch braun gesagt. Ja. 100 ist also offiziell und bundesbankmäßig heißt das orange. 200 ist so grün. Braun-orange. Gelb. Dieses Duell. Blass. Weil rot-blau-orange richtig ist. C geht an Frank Plasberg. Und das bringt uns in folgende Situation. Wir haben 1, 2, 3 grüne Kreuze. Und entweder spielen wir ein Finale mit Bela und Leonard. Oder Janine Ullmann haut jetzt beide Kerle weg aus der Champions-Loge und wird heute Abend Quiz-Champion. Denn weiter geht's mit Janine. Ab nach oben. Ja, links gehen wir links. Ich gehe nur mit, weil es hier... Ihr ausgeprägter Spürsinn führt Sie in unsere Champions-Lounge. Sie ziehen gleich mit Bela Reti. Bleiben Sie zu zweit oder werden Sie noch überholt? Es bleibt spannend im Wettkampf um den Promi-Quiz-Champion-Titel. Naja, alles gut. Danke. Bela hat Weißwein geordert. Möchtest du auch was trinken? Wasser mit ohne. Wasser mit ohne. Wasser ohne für Leonard Lansing. Ich hab ihn noch übrig hier. Und dann liegt das Gelingen dieser Sendung im Wissen dieser jungen Frau. Janine Ullmann spielt jetzt im Quiz Champion Promi Special. Satire-Show, Tanzparkett oder HSV-Stadion. Diese Frau ist einfach überall. Hi, ich bin Janine Ullmann, 41. Ich komme eigentlich aus Erfurt, lebe aber seit ganz vielen Jahren in Hamburg. Hamburg, meine Perle. Ich bin Moderatorin, Journalistin, Podcasterin und seit heute, ich würde einfach mal sagen, Spielerfrau. Komm, warum denn nicht? Das Volksparkstadion kennt sie als HSV-Fan wie ihre Westentasche. Erste Liga, zweite Liga, scheißegal. Hauptsache, die Sitzheizung funktioniert. Anpfiff oder was? Janine Ullmann schaut aber nicht nur anderen beim Sport zu. Sie hält sich fit mit Yoga, treibt Kraftsport und wäre beinahe Ballerina geworden. Ich würde schon sagen, dass meine Ballettausbildung mir geholfen hat. Also gerade letztes Jahr für Let's Dance. Und ich bestimmt auch deswegen ins Finale gekommen bin. Das Multitalent ist auch eine vielseitige Journalistin. Mit dem Ensemble der Satire-Sendung Extra 3 gewinnt sie 2018 den Deutschen Fernsehpreis. Als investigative Top-Journalistin bin ich natürlich wahnsinnig belesen. Ist ja auch quasi mein täglich Brot. Dabei hat sie nicht nur Deutschland im Blick. Ich darf tollerweise, und ich finde das ist das größte Privileg in meinem Job, ganz viel reisen. Und ich habe eben festgestellt, dass ich wirklich schon auf allen 5 Kontinenten sein durfte.
Natürlich reist eine gelernte Journalistin nie unvorbereitet. Frag mich was über Tiere mit Tentakeln zum Beispiel. Weiß ich alles. Ich werde Quiz-Champion, weil ich als HSV-Fan weiß, wie sehr man für sein großes Ziel kämpfen muss. Und das mache ich jetzt. Und wir sind gerne dabei und begrüßen sehr herzlich Janine Ullmann. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hi, ebenfalls. Bitte. Danke. Ja. Es war ganz lustig, eben als du runtergegangen bist, ja, hat eine Dame im Publikum zu dir gesagt, mach die Jungs fertig! Mach die Jungs fertig! Ich gebe alles. Klare Ansage. Ist aber was anderes, wenn man hier steht, muss ich sagen. Aber ich würde mich schon freuen auf diese kleine Loge, weil da gibt's ja Wein. Da gibt's wissen wir jetzt. Ja. Da würde ich mich am meisten drauf freuen. Ja, also, ja, wenn du 3 schaffst, dann gibt's ein Finale. Und wenn du 4 schaffst, dann wärst du gleich Siegerin. Oh, okay. Ja. Okay, aufgeregt? Ja. Das ist lustig, ne? Ja, das dann, wirklich, wenn man hier steht. Da auf dem Sitz geht's, so ne? Ja, da denkt man so, ach ja, komm, die Frage hätte ich nicht gewusst. Ja, ja. Die hätte ich gewusst. Aber hier denkt man schon so, okay, das Herz schlägt schneller. Machen wir doch einfach erstmal hier dieses Warm-up. Machen wir das mal eben. Auch hier der Hinweis, wenn du irgendwo unsicher bist, einfach schieben weiter. Okay. Du kannst mich gut hören? Ich bin bereit. Okay. Ich kann dich sehr gut hören. Dann beginnt das Duell mit Janine Ullmann jetzt. Wer sich ungeschickt und taktlos verhält, benimmt sich redensartlich wie ein Elefant im Porzellanladen. Richtig. François Mitterrand und Charles de Gaulle waren Staatspräsidenten welches Frankreich. Deutschen Nachbarn? Richtig. Welche charakteristische Farbe überwiegt bei Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr? Blau. Falsch, rot. Ach, rot. Welcher deutsche Fußballweltmeister trägt den Spitznamen Prinz Poldi? Lukas Podolski. Richtig. Welcher englische Begriff steht für die Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr? Weiter. Okay, Rush Hour. Wie viele 20-Euro-Scheine braucht man, um 160 Euro zusammenzubekommen? 8. Richtig. Um welches Lebensmittel handelt es sich bei Shiitake und Maronen? Richtig. Pilze. Welchen Vornamen tragen die Hollywood-Schauspieler De Niro, Downey Jr. und Pennsylvania? Robert. Welche Jahreszeit verteilt sich hierzulande immer auf 2 Kalenderjahre? Welche? Jahreszeit, die über 2 Kalenderjahre geht. Winter. Welches besonders in Land- und Forstwirtschaft benutzte Flächenmaß hat das Kürzel HA? Hektar. Richtig. Eine Kolonie. Welcher? Oh mein Gott, wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Es waren noch 1,5 Sekunden Zeit. Das war alles. Wie lange geht das noch? Ja, das kann ich dir sagen. Das geht, bis man 7 richtige Antworten hat. Oder bis 60 Sekunden um war. Und das war hier zeitlich, das war zeitlich sehr nah beieinander. Absolut. Ich kann Dinge kombinieren. Das ist mein. Aber ich muss ehrlich sagen, die Frage, welche Jahreszeit verteilt sich hier auf 2 Kalenderjahre? Das ist auch, man möchte den Winter nicht. Ich möchte den ausblenden. Und das habe ich auch erfolgreich getan. Das hast du erfolgreich getan. Dafür warst du bei den Schauspielern flott. De Niro warst du gleich bei Robert. Pilze hast du sofort gewusst. Ja. Und bei Podolski wusstest du es, aber hast du praktisch weil man, also auch so einen Namen, man kennt natürlich Lukas Podolski, aber dann bei Poldi denke ich, ja, das ist doch Poldi. Ist doch Poldi. Warum hat er denn einen Vornamen? Was der willst ist doch du Poldi. Es ist doch schon Poldi. Der ist doch schon Poldi. Der Prinz ist doch schon alles da. So, also haben wir das geschafft. Und dann spielen wir mal los. Fürs Verfahren einfach nur erläuternd. Wir spielen idealerweise 5 Duelle. Die beiden Herren da oben haben 3 Duelle gewonnen. Solange du die Chance hast, auch 3 zu gewinnen, spielen wir. Vielleicht schaffst du 4. Dann hast du die Jungs weggemacht oder die Kerle weggemacht, wie wir gelernt haben. Wenn du keine Aussicht mehr hast, 3 Duelle zu gewinnen, dann spielen wir mit den Jungs da oben ein schnelles Finale. Okay. Die wilde Ratereise mit Janine Ullmann beginnt wo? Bei Frank Plasberg. Werden Sie, was er schon wurde, und holen Sie sich den Titel. Das Duell Zeitgeschehen gegen den ehemaligen Promi-Quiz-Champion Frank Plasberg. Ist jetzt vielleicht nicht so wertvoll wie ein Fernsehpreis oder eine goldene Kamera, aber man hört es nicht ungern. Ne? Total gerne. Quiz-Champion. Total gerne. Ja. Gut. Also ich achte bei Wikipedia drauf, ich schraube mal rum, dass das nach oben rutscht. Okay, gut. Also ein ehemaliger Promi-Quiz-Champion, vielleicht eine zukünftige. Zeitgeschehen zwischen Frank Plasberg und Janine Ullmann beginnt so. Tagesschausprecherin Susanne Daubner landete 2021
auch nach 2021, auch 2022 einen viralen Internet-Hit, weil sie A. ein Bild von einem gekochten Ei postete oder B. am Ende der Sendung spontan das Mikro fallen ließ oder C. weil sie die 10 Jugendwörter des Jahres vorlas. Beide entscheiden sich nach kurzem Zögern für C. Hast du gezögert oder bist einfach nur sicher? Nee, ich dachte nur so, warum macht er nichts? Habe ich ihn noch mal kurz angeguckt. Und dann? Und dann habe ich mir überlegt, was es noch mal, wie sie es noch mal gesagt hat, weil sie hat auf jeden Fall, ich glaube, smashen. Das war mir noch so. Smash ist das aktuelle Jugendwort des Jahres. Jedenfalls jeder Fehler wäre hier cringe. Ja, genau, genau. So, smash genau. Und sheesh. Und sheesh, besonders wenn Leute über 30 versuchen, Jugend. Was ist sheesh? Ja, sheesh heißt erstaunen. Also sheesh, man ist erstaunt. Kann positiv und negativ sein, aber wenn Menschen über 30 Jugendwörter des Jahres aussprechen, ist immer cringe. Also weg damit. Richtig ist C. Sie las die 10 Jugendwörter des Jahres vor. Millionen von Klicks und Views und was weiß ich. Die Frau ist cool. Ich finde die super. Ich finde die super. Cool, cooler. Ja. Ich habe eine Ausbildung beim NDR gemacht. Du hast ein Volontariat beim NDR gemacht. Und genau. Das war wirklich, also dann kam Susanne Daubner irgendwann rein, hat Nachrichten gelesen. Und man war wirklich, ich war wirklich in Ehrfurcht, stand ich da und dachte, oh Gott, das ist die echte Susanne Daubner. Ja, wirklich, ja. Ganz toll. So, nächste Frage steht 1-1. Sie lautet, in welcher Monarchie stehen Zwillinge auf Platz 1 und 2 in der Thronfolge? In Monaco, in Spanien oder in Belgien? Also Frank hat schneller geantwortet. Beim Dahingleiten über die verschiedenen Antworten wäre alles möglich gewesen. Ja, es wäre wirklich viel möglich gewesen. Ich habe gar keine Ahnung von all diesem Royalen, muss ich sagen. Also Belgien habe ich den Überblick verloren. Ja. Weil es so viele Kinder sind? Nee, weil das so kompliziert ist da. Da ist immer irgendwas los. Spanien ist eher Orgelpfeifen und Monaco sind Zwillinge. Deswegen nehmen wir doch Monaco. Genau, wir nehmen Monaco. Wir sind uns da irgendwie einig. Ja. Also erstmal Monaco ist richtig, alles korrekt. Gut. Nur, die heißen Jacques und Gabriella. Gabriella ist die Ältere, 2 Minuten. Aber es gibt nur männliche Thronfolger in Monaco. Ach, so ticken die. Ja. Da fällt mir gerade ein, warst du nicht auf der Hochzeit von den beiden? Mhm. Ja? Ja, also wir sind, ich glaube, wir waren bei einer Weltmeisterschaft, sind wir gegeneinander geschwommen. Die Deutschen haben natürlich die Silbermedaille gewonnen und die Südafrikaner die Bronzene. Schade. Ja, gut, aber ihr seid befreundet. Ohne, dass ich jetzt in eure private Beziehung, nur so viel Schlüsselloch. So eine Hochzeit in so einem Fürstenhaus, ist das, wie man sich so vorstellt? Punkt, Tafel, Silber. Es war total aufregend. Ich habe morgens eine Scheibe Ananas gegessen, aber mehr darf ich nicht erzählen. Ich habe eine Scheibe Ananas gegessen, habe nichts getrunken den ganzen Tag und nichts gegessen. Warum? Weil ich dachte, ich hätte sonst einen Bauch im Kleid. Und abends habe ich einen Wodka Lemon getrunken und war rabenvoll. Ich musste um 11:30 ins Bett. Also das war meine Hochzeit. Ich habe einiges mitbekommen, aber ich war sehr aufgeregt. Es war sehr vornehm. Süß. Ich glaube, ich bin noch irgendeinem Karl Gustav auf den Fuß getreten. Also es war sehr aufregend, aber ich habe viel daraus gelernt. Ich werde beim nächsten Mal mehr essen. Irgendein Karl Gustav ist vermutlich der König von Schweden gewesen, oder? Ja, genau. Also ist schon lustig, wenn man da mal so... Nach Kenntnis dieser Erzählung sind wir alle froh, dass wir nicht eingeladen waren. Genau. So, danke, Franzi. Zeitgeschehen 2-2. Zum Ernst der Lage zurück. Wir spielen eine vielleicht entscheidende Frage in diesem Duell. Und zwar wie folgt. Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann hat ein ungewöhnliches Hobby. Denn er A. produziert elektronische Musik. Oder B. betreibt eine riesige Modelleisenbahnanlage. Oder C. stellt hochwertige Pralinen her. Musik.
Druck kommt von Frank. Nach. Tja. Also, ja, man muss sich den Typen mal angucken. Was hast du und dann, denn genommen? Ja, wenn man Marco Buschmann sieht, dann fällt einem als erstes ein elektronische Musik. Ja, genau. Nein, nicht wirklich, absolut. Aber er macht es. Nein, Eisenbahn. Kennt ihr das schon von jemand anderem? Ja, steht, ne? In Ingolstadt im Keller. Hochwertige Pralinen. Stichwort. Demnächst. Seehofer, genau. Genau. Ja. Seehofer, hochwertige Pralinen, ist der Panzerexperte der Grünen. Ja. Ja. Anton Hofreiter. Anton Hofreiter. Und elektronische Musik macht Marco Buschmann. Und ganz toll übrigens. Das muss, ich habe noch nicht gehört, also, es sollen so Synthi-Sounds sein. Ja. Ja. Ist das wirklich richtig? Unter dem Namen Marco Buschmann, unser Bundesjustizminister. Unter Buschi Buschmann. Nein, nein, unter dem Namen MB Sounds. Quatsch. Wie ich es dir sage. Ja. MB Sounds. Richtig ist A, er produziert elektronische Musik. Punkt für Frank Glasberg und damit auf grünes Kreuz. Aber es war wirklich... Oh, eine Zehntelsekunde. Ja, du hast es eigentlich schon richtig gehabt. Ich weiß. Viel Glück für den Rest. Ja. Klappt schon. Herr Passberg, vielen Dank. Ja, viel Spaß mit Buschi Buschmann. Ja, ja. Und seiner auf Musik. Auf nächsten Rave. Wir hotten ab. Okay, weiter geht's mit Literatur und Sprache. Haben Sie genug Bücher gelesen? Die aktuellen Bestseller verschlungen? Na, dann sind Sie doch bestens vorbereitet im Duell Literatur und Sprache gegen Christine Urspruch. Auf geht's. Literatur und Sprache, die Tempoversion. Erste Frage im Duell zwischen Christine und Janine lautet: Der Buchstabe T ist der siebthäufigste in deutschen Texten. Und welche dieser Wortkreationen enthält genau sieben davon? Eine Watt-Watt-Wandertour? Ein Ballett-Tanz-Theater-Tänzer? Oder ein Trittstufenleitertreter? Janine hat gebuzzert. Und wahrscheinlich am besten aber trotzdem irgendeine Antwort. Du hast gebuzzert, du kannst nicht mehr ändern. Ich kann nichts mehr ändern. Was hättest du genommen? Was willst du jetzt nehmen? Was hättest du jetzt genommen statt C? Ich dachte jetzt, dass es 8 sind. Und dann hättest du B genommen oder A? Ich hab 4. Warte, ganz kurz. 6, nee. Ja. 1. Nee, ich bleib dabei. Ah. Oh Gott, ich will nur sagen, ich bin so heiß gerade. Janine, so wenn heiß. Ich nur eine. Ich will gar keinen Hinweis geben, sondern nur eine herzliche Bitte formulieren. Ja. Mit diesen Änderungen nach 6,9 Sekunden ist nicht gut, zurückhaltend ist nicht zu sein. Gut. Okay, verstehe. Weil was man bis dahin nicht weiß, wird in der letzten 10. Sekunde nicht besser. Richtig ist C, der Trittstufenleitertreter. Oh, 1-1, weiter geht's. Ein Pferdehändler wird ungerecht behandelt und verwüstet deshalb das halbe Land. Das ist der Stoff der bedeutenden Novelle Immensee von Theodor Storm oder Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler oder Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Janine, hast noch 3 Sekunden. Ihr habt beide doch einen Moment überlegt. Das bringt mich auf die Idee zu fragen, gewusst habt ihr es nicht? Nein. Ist es nur geraten oder gibt es irgendeine Zuleitung? Na, ich weiß, dass Michael Kohlhaas, dass es da einfach ziemlich zur Sache geht. Und bei Immensee Theodor Storm bin ich mir nicht sicher. Es klingt auch so bescheiden. Leutnant Gustl sagt mir jetzt leider gar nichts von Arthur Schnitzler. Deswegen habe ich mich für C entschieden. Ich glaube, dass Theodor Storm einfach ein wahnsinniger Pferdeliebhaber ist. Und deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Richtig ist C. Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Der Punkt geht an Christine. Sie führt 2-1. Das ist noch nicht die Entscheidung. Aber wir wissen natürlich, was diese zwischenzeitliche Führung bedeutet oder bedeuten kann. Mit dieser Frage geht's weiter in Literatur und Sprache. Welche Figur stammt aus Janoschs Tigerentengeschichten und ist oft recht vorlaut und frech? Rudi Rüssel, Günther Kastenfrosch oder Clarabella Kuh? Ich weiß einfach gar nicht.
Ich musste raten, leider. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich kann mich sehr gut an den Frosch erinnern, der ganzen Geschichten miterlebt. Und deswegen bin ich auf Günther Kastenfrosch. Okay, gekommen. Also an Günther und Kasten kannst du dich nicht so erinnern, aber an den Frosch. Yes. Und manchmal reicht das auch. Denn richtig ist B. Günther Kastenfrosch, Punkt für Christine. Duellliteratur und Sprache für Christine. Und wir spielen weiter Erdkunde. Er ist hier gefürchtet als der Erdkunde-Almanach von Adlershof. Und zu all dem Überfluss war er auch noch der erste Promi-Quiz-Champion in der Geschichte. Wiegald Boning. Harte Gegner. Was mir jetzt gerade missfällt so ein bisschen, du spielst absolut auf Augenhöhe mit. Also in der Zeit geschehen hättest du gewinnen können, wenn du nicht sozusagen eine zehnte Sekunde vor Schluss dich umentschieden hättest. Literatur und Sprache, jetzt ja, das letzte hast du nicht gewusst, aber ansonsten vorne mit dabei. Aber die Brutalität dieser gemeinen und hinterlistigen Sendung. Also eigentlich das Sendung, Sport und Film und Fernsehen sind so, wären so. Das meine möchtest du gerne hin? Dann habe ich eine gute Idee. Ich mache einfach erstmal mit Wiegald. Erstmal Wiegald und dann die beiden anderen. Mhm. Und dann haben wir einen Deal. Sehr gut, machen wir. Aber es müsste dann auch. Ja, passen. Vielleicht hat er seine milde Sekunde. Oh, ich habe Aussetzer manchmal. Mal gucken. Ja? Ja? Okay. Dann probieren wir es im Duell Erdkunde zwischen Wiegald und Janine mit folgender Frage. Wie heißt ein südöstlich von Bonn und östlich von Bad Honnef gelegenes Vulkangebirge, das sich entlang des Rheins erstreckt? Ist es das Elstergebirge oder das Rothaargebirge oder das Siebengebirge? Ich hab einfach nur Angst gehabt, dass sie nach 6,9 Sekunden noch mal irgendwie blöd ans Tablet rankommt. Alles richtig. Ja, also als in Bonn geboren und aufgewachsener kann ich euch über den Rhein blickend sagen, das ist das Siebengebirge. Ist richtig. Prima. Die anderen gibt's auch, ne? Das eine ist Sächsisches Vogtland. Natürlich. Und das andere ist ein Mittelgebirge, so Übergang Nordrhein-Westfalen-Hessen. Wäre aber falsch gewesen. Wäre falsch gewesen. 1-1. Mhm. Nächste Frage beim Stande von 1-1. Sie lautet, welche dieser Aussagen über Wirbelstürme ist als einzige korrekt? Hurrikane oder Hurrikane gibt es ausschließlich im Pazifik? Taifune treten im Atlantik auf? Oder Zyklone entstehen über dem Indischen Ozean? Nur eine ist korrekt. Jetzt antworten. Ja. Alles ist froh, weil ihr das gleich habt. Ja, weil. Hurricane Katrina zum Beispiel. Mhm. Das ist hier mal. Also bei Hurricane war ich mir auch total sicher, dass also die sind immer weiter verbreitet. Richtig. Auch durch. Und dann ist der Atlantik ja somit auch besetzt quasi. Wenn die Hurrikane alle auf dem Atlantik sind, ist für die Taifune ja gar kein Platz mehr. Die müssen dann ja irgendwo anders sein, zum Beispiel Pazifik. Also richtig ist, Zyklone entstehen über dem Indischen Ozean. Das habt ihr beide richtig beantwortet. Ja. Und deshalb werdet ihr beide mit dem Punkt belohnt. 2-2 zwischen Janine Ullmann und Wiegald Boning. 2-2, vielleicht entscheidende Frage in diesem Duell. Auf welcher Mittelmeerinsel befindet man sich, wenn man die nach Einwohnern größten Städte Ajaccio und Bastia besucht? Ist man auf Sardinien, auf Korsika oder auf Sizilien? Wiegald hat gebuzzert. Hat die Finger vom Bildschirm weggelassen. Ich mache es jetzt einfach auf. Richtig ist Korsika B. Schön. Im Duell Erdkunde zwischen Janine Ullmann und Wiegald Boning steht es 3-3. Und wir entscheiden das Duell mit einem Stechen. Hier mit der besonders pikanten Note, dass
eine Niederlage im Stechen für Janine das Ende dieser kleinen Quizreise bedeuten würde, ein Sieg sie weiter im Spiel ließe, dann Sport, dann Film und Fernsehen, dann vielleicht großes Finale gegen die beiden Kerle da oben, wie ich gelernt habe. Regeln sind klar, buzzern, Tempo, dann wissen, erste Antwort zählt, innerhalb von 10 Sekunden. Die Frage lautet, welches Bundesland hat neben Bayern und Baden-Württemberg über 10 Millionen Einwohner? Janine Ullmann antwortet innerhalb von 10 Sekunden. Niedersachsen. Janine sagt Niedersachsen und das ist leider falsch, denn Nordrhein-Westfalen wäre die richtige Antwort gewesen. Ja, das macht total viel mehr Sinn. Ja. Weil es das nach Einwohnern, glaube ich, das ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Ja. 17 und Millionen. Du hast es mehr als versucht. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu spielen, Janine. Es war Niederlage im Duell Erdkunde, aber großer Spaß, sehr viel gewusst, toller Auftritt. Danke dir, Janine. Danke, Janik. Bitte sehr. Vorsichtig. Als HSV-Fan wissen Sie, Niederlagen sportlich zu nehmen, aber Sie sind hier nicht abgestiegen, sondern haben lediglich den Sprung in die Champions League verpasst. Alles Gute, Janine Ullmann. Und jetzt bitte ich Bela Reti und Leonard Lansing zu mir nach unten. Es sind nur noch wenige Sekunden, bis wir wissen, wer Quiz-Champion Promi-Special-Sieger ist. Bela Reti und Leonard Lansing haben die Experten besiegt. Sie haben gezeigt, dass sie in den Wissensgebieten auch von absoluten Experten kaum zu schlagen sind. Wir freuen uns auf einen spannenden Zweikampf um den Promi-Quiz-Champion-Titel. Meine Damen und Herren, jetzt beginnt das große Finale und der Kampf um 25.000 Euro. Ja. Wohin, Johannes? Einer hierher. Eine Frage, du? Ja, ganz genau. Das geht jetzt relativ schnell. Aber super. Aber soll trotzdem akkurat verlaufen. Hm. Mit der richtigen und schnellen Beantwortung einer Frage wird die Sache entschieden. Wow. Erstmal brauchen wir unseren Notar, Herr Dr. Jacobi, wenn Sie freundlicherweise zu uns kommen. Dr. Jacobi hat Frageumschläge bei sich. Und Sie würden mir einen Riesengefallen tun, wenn Sie sich in der Nähe aufhalten. Gerne hier, bleiben Sie gern hier. Können Sie die Antwort vorsagen? Ja. Bleiben Sie mal einfach. Steht auf der Rückseite. Das wird er natürlich nicht tun. Warum die 5 Umschläge? Weil wir demjenigen, der es zuerst geschafft hat, sozusagen das Recht geben möchten, dass er den Umschlag zieht. Ich war ja auch zuerst dran. Dafür natürlich, aber nicht mehr und nicht weniger. Zieh einen Umschlag und gib ihn genau so rum mir. Das ist der Umschlag, den du genommen hast. Genau. Das sind die 4 anderen Umschläge, die zurückgehen an unseren Notar. Hier drin verbirgt sich die Frage. Und ich werde sie gleich vorlesen. Vielleicht könnt ihr beide so einen halben Schritt nach vorne gehen, um komplett auszuschließen. Und das ist meine Frage jetzt oder uns beide? Nein, die Frage geht an euch beide. Okay. Und es geht um die schnelle und richtige Beantwortung. Na dann. Wer schnell und falsch antwortet, macht den anderen zum Sieger. Sehr gut. Ja? Also gut. Nerven behalten, ne? Erdbebenopfer in der Türkei sind auch wichtig. Ja, ja, absolut. Also alles wichtig. Es geht um 25.000 Euro für einen guten Zweck. Wer wird Promi-Quiz-Champion im Jahr 2023? Stars spielen gegen Stars, auch jetzt in diesem Finale. Nochmal, wenn ich die Frage fertig gelesen habe, schnell und richtig antworten. Die Frage lautet, in welchem Alfred Hitchcock-Klassiker treibt Norman Bates sein Unwesen? Psycho. Richtig, Bela Reti ist Promi-Quiz-Champion. Leonard, große Freude. Achtung, jetzt kommt Pyro. ZDF, Sportreporter-Legende Bela Reti räumt richtig ab und ist der Promi-Quiz-Champion 2023. 25.000 Euro für die von dir beschriebenen Organisationen. Danke dafür. Danke an einen großen Finalisten. Danke an unsere Experten, an Frank, an Bastian, an Franziska, Wiegald und Christine. Danke auch an die tollen Mitspielerinnen Esther Schweins und Janine Ullmann. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Mehr Quiz-Champion hier im ZDF, Samstagabend 20.15 Uhr. Wir alle würden uns sehr freuen und gratulieren Bela, Janine, Esther. Danke euch. Bitte, kommt hier dazu. Was für... Gut.
Alles Gute. Jetzt das heute schon. Schön, dass Sie dabei waren. Und danke euch und Ihnen allen. Gut.